Guten Tag, hallo. Die Nuss ist auch da. Hallo, guten Hallo. Tag. Ich weiß noch nicht, was wir spielen. Magnus, überrasch mich. Los, was spielen wir? Soll ich sagen? Sag mal. Noviana bei den Fleischfressern. Was ist das? Halt irgendeine Mod wahrscheinlich. Alter, was gibt's denn hier alles? Hier gibt's ja auch Dilos und so. Ja. Der übel geil, der Server. Boah, der Giga wieder aussieht. Geil. Junge. Was ist das denn, Alter? Junge. Alles klar, ey. Okay, da sehe ich uns. Bist du eigentlich ein Baby oder bist du groß? Ich bin noch nicht gespawnt. Achso. Aber warte, mache ich Welchen jetzt nimmst du? erstellen. Ich habe den Balance genommen. Okay, dann Der nehme ich einen Balance anderen, ist. damit ich anders aussehe. Ich wollte es den mit dem Swim Speed nehmen, weil der hat so eine coole Flosse hinten. Ich nehme, glaube ich, den. Oh ja, Swim Speed gibt's auch. Es gibt ja voll viele hier. Sehr übel gut. Ich glaube, ich sehe mich bei Swim Speed. Swim. Swim Sweet. Sweet. Speed. Also ich habe eine ganz andere Sheesh. Farbe, als ich bin nicht klein. Ey Leute, was geht ab? Was denn Minimap sogar? Ist das immer so? Ja, stimmt. Ja, eine Minimap hat man. Machen wir hier schnell ein paar Farbänderungen noch. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Los geht's. Spielen wir den. Wie heißt der? Hab ich Nuviana, ne? vergessen. Oh, wie Ja. klein der ist! Ja, das ist winzig, ne? Alles klar, ey. Sieht aus wie so ein kleiner Fuchs oder so. Okay, wir spielen heute als Fuchs in der Dino-Welt. Ein Fuchs, der schwimmen kann. Wäre ja gar nicht unauffällig. Holy shit, wie Bist du auch auffällig so bin hell ich? irgendwie als Baby? Wie? Ja, richtig krass. Ich Und auch. snackt ja alles. Gott, die Kamera ist auch irgendwie weird, wenn man nach vorne geht. Ist halt eine Ja, ist Mod, noch nah ne? Also dran, da ne? wird wahrscheinlich nicht alles perfekt sein. Wie treffen wir uns jetzt aber? Okay. Kann man mitspielen? Ja klar, ihr könnt mir nachjoinen, wenn ihr mich schon geaddet habt. Ansonsten ist das der Server oben in der Liste mit diesem Island mit C. Ich weiß den Namen von der Map gerade nicht, ehrlich gesagt. Der ist aber fast voll, also ihr müsst euch beeilen. Ich guck mal, wie der Server heißt. Können wir das hier nicht nachgucken? Viele Leute. Da, so heißt Stimmt. der Server. Primordial Tyrants 1. Da sind wir. Mit komischen Gestalten. Okay, aber der kann nur schnappen. Würde ich Jetzt. jetzt gerne hinzufügen. Er fügt mich mal als Freund in die Gruppe hinzu. Oh ja. Was bekommen? Ja. Sehr gut, sehen wir uns jetzt? Seh dich ja. Ich frage mich ja, wie groß die Karte ist. Ich hoffe, die ist nicht so groß wie bei Panjura. Warte, man sieht mich gar nicht im hohen Gras. Ja, Klein ich bin sehe ich. dich nicht. Warum siehst du mich? Ich sehe dich. Wahrscheinlich, weil ich der Gruppenführer bin, siehst du mich. Hallo Ja, siehst du mich Daniel. nicht? Hallo nochmal, Daniel. Ich hoffe, du spielst gleich mit. Ich sag mal Peter Sonil, dann können wir euch unterscheiden. Peter Sonil und Radagast. Wir machen es einfach so. Hallo Heaven Rider. Ich will eigentlich mal schwimmen, weil der Schwimmspeed hat. Da sehe ich mich. Hey, Ja, das war wisst ihr, wie weit langsam. wir. Es gibt Höhlen auf der Map, das ist cool. Warum ist der so langsam? Oh Gott. Okay, Leute, seid ihr bereit für den ersten Stunt im Stream? Oh, fast runtergefallen. Für den ersten Stunt im Stream. Es geht ab. Voll cool hier die Map. Oh Gott. Das ist scheiße. Okay. Stark. Magnus, ich bin tot. Kann man machen, nix. Hat gut geklappt, der Stunt. Okay, wir spawnen neu. Sind wir jetzt aus der Gruppe raus? Ja, ne? Ja. Hallo Warte, ich Olli, hallo schwimme Relle. ganz langsam. Bin heute auf einer Feier. Oh, was wird denn gefeiert? Okay, ich muss ihn nochmal einladen, ne? Ja. Moment. Boah, hier gibt's Soziales. richtig krasse Skins bei dem. Weiß halt echt nicht, wo du bist, ist das Problem. Du musst halt irgendwann in meine Richtung kommen, glaube ich. Oder du sagst mir mal eben, welche Himmelsrichtung bist du auf der Karte, wenn du M drückst. Also ich bin jetzt ziemlich Norden Mitte. Wo Ah, bist du? krass. Ich auch. Ich bin auch Norden Mitte. Echt? Ja, komplett. Siehst du da diesen See?
Ja, diese drei sehen, meinst du? Nee, will ich Ja, zoom mal sogar. richtig raus und dann, ob du Ja, wirklich irgendwie Norden kann ich bist. nicht ganz rauszoomen, warum nicht? Ich Ah, glaube, die. nee, hä? Geh auf jeden Fall mal erstmal hier hin, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was da uns erwartet. Moin, der Dandy-Mann des Gras. Hallo, Game Raptor. Wäre so gern dabei, ja, beim nächsten Mal. Keine Sorge, wir werden das Spiel noch öfter spielen. Hier gibt's viel zu entdecken. Hast du den Skin jetzt behalten oder musst du ihn mal neu machen? Nö, das, ich konnte einfach wieder mit dem starten, mit dem Ah ja. Tierchen. Junge, wie das aussieht, wie der läuft. Man sieht, dass es eine Mod ist. Aber ist ja nicht schlimm. Liefere 5 Giftpilze ab, muss ich hier machen. Ich würde mich aber am liebsten erstmal mit dir treffen und dann können wir so Ja, ich Questaufgaben, also auch. Gruppenaufgaben machen. Würde ich Also halt ich sagen. laufe gerade links am Strand Richtung. Oh shit, da schwimmt was. Da war doch gerade was, oder? Warten. Glaub, da war was unter Wasser, Leute. Oder habe ich mir das Ah, eingebildet? jetzt Fokus Spieler muss ich drücken. Die sind gar nicht Ja, du so weit kannst. auseinander. Ja, wo ich sehe dich halt nicht. Du musst halt ungefähr beschreiben, dass dir entgegenkommen kann. Ja, lauf mal Westen an Strand. Runter Bist du da quasi in der Westen. Wüste oder was? Oder wie meinst du das? Ne, das ist der Strand, das ist einfach ein großer Strand im Westen. Oben an der Nordküste oder was? Ja, genau. Okay, dann gehe ich erstmal wieder hoch. Aber ich will einmal gucken, Also hier wirklich nee, was ist. nicht hoch nach Norden, im Westen an die Küste willst du. Okay, dann bist du Ich bin aber ja im ganz weit Süden. weg. Hä, aber der hat doch Swim-Speed. Nein. Warum ist der so langsam? Das ist voll das Scheißvieh, was du ausgesucht hast. Bin ich ganz ehrlich. Ja, aber das ist ja das Landvieh davon. Davon gibt es ja noch ein Wasservieh. Das ist das eigentliche, also. Ich habe ja das Weißt du? Swim-Speed genommen. Nee, 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 nee. Es gibt noch eine extra Spezies. Einen anderen Dido. Einen anderen Okay. Mod-Dido. Der sah genau ähnlich aus, nur für Wasser. Habe ich jetzt was Falsches genommen, oder was? Nö. Nee, okay. Ich sehe dich auf der Karte. Okay, du bist nicht mal weit Ja, weg. ja. Alles easy. In die Ecke, sag ich ja. Ich bin hier gerade am Sonnen. Ist das In meinem Whirlpool. über dem Lebensanzeige die Wachstumsanzeige? Schade, Heaven Rider. Doch, das geht, Heaven Rider. Du musst einfach nur auf dem Server joinen, tatsächlich. Dann lädt das automatisch runter, eigentlich. Ansonsten mal das Spiel neu starten. Das macht ja manchmal Probleme. Oha! 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 Was Was machst du passiert denn denn da? jetzt? Okay! Und tot. Zweimal tot. 4 Minuten oder so am Stream. Was hast du gemacht? Ich saß auf so einer Fontäne und ich wurde hochgeschleudert. Was ist passiert denn hier? Oh nee, wir waren gerade beieinander. Oh nee. Okay, ich weiß jetzt aber, wo du Echt? bist. Ich kann auch zu so einem Stein laufen, zu so einem Wegstein-Teleport-Ding. Ja, kannst du auch probieren. Okay, das ist aber krass, dass man da hochgeschossen wird. Das wusste ich nicht. Ich laufe jetzt aber nach rechts oben. Oh, jetzt sehe ich dich aber nicht mehr, du. Guten Tag, Hannes. Ich weiß aber nicht, wie lange wir mit dem spielen hier, mit dem Tierchen. Ich auch nicht. Der fühlt sich auch echt langsam an, bin ich ehrlich. Also du weißt es wahrscheinlich nicht, weil du die anderen nicht gespielt hast, aber ich habe das Gefühl, dass so die anderen Viecher schneller laufen als der. Aber ist das über der Lebensanzeige die Wachstumsanzeige oder was ist das? Wo? So Oh, dieses das Gelbe. könnte sein. Ja, das könnte sein. Meinst du das hier, ne? Ja, Also weiß bei ich mir ist nicht, da noch kann nichts sein. ausgefüllt. Aber du Ja. kannst auf jeden Fall bei Charakter das sehen, ne? Wie weit du bist. Bei Fähigkeiten. Charakter bei Da Fähigkeiten. bist du dann bei Ah ja, Jungtier. ich bin jetzt Jungtier. Genau. Spielt er denn nur auf diesem Krass. Server? Wissen wir noch nicht. Wir haben nichts geplant. Das ist alles sehr spontan hier. Was ist das für ein Vieh? Kann ich dir nicht sagen, den Namen. Steht das irgendwo? Hat Magnus ausgesucht. Ich bin So hier ein bei bisschen einem aus dem Stein. Drache. Nutzen. Wie hole ich dich jetzt hierher? Das weiß ich nicht. Probier's mal. Ich habe bis jetzt auch nur Leute eingeladen. Hab Annehmen. dich zum Wegstein eingeladen. Ja, ich glaube, ich muss jetzt einmal zum Charakterding gehen. Muss aber safe long. Das heißt, ich muss eben 1 Minute warten, glaube ich. Und dann kann ich dahin. Ja, mach. Kann ich mitspielen? Alle können gerne mitspielen. Wenn ihr mich schon geaddet habt, könnt ihr einfach nachjoinen. Das ist das Leichteste. Also ich bin aber Ansonsten könnt ihr irgendwie mich schon ein gutes gerne Stück adden. größer geworden. Freundescode steht unten. Unterm Stream.
Ich weiß halt nicht, wie das Wachstum so ist, ne? Ja, aber der war ja recht groß, also eigentlich müsste recht schnell gehen. Ja, das sagst du. Also, die letzten Mal, als wir Path gestreamt haben, haben wir nichts geschafft. Wir sind nicht mal zum Jungtier da geworden. Oder wir kommen nicht mal zum Young Adult oder was das war. Das dauert halt echt ewig bei Path. Die Skins sind ja abartig teuer hier. Ja, wir müssen halt Quests und so machen, damit wir die Punkte kriegen, ne? Ja, aber wie viel kriegt man denn pro Quest? Ja, weiß ich nicht. 50? Kommt auf die Quest an, glaube ich. Ne, das kommt auf die Quest an. Gibt halt komplizierte Quests und nicht so komplizierte. Hier brauchst du irgendwie für die Skins 10.000 von den Münzen. Okay. Aber es bringt jetzt eh nichts, weil als Baby hast du eh so einen Babyskin, ne? Ja, klar. Oh, da bist du. Hm. Hallo. Müssen wir uns jetzt wieder einladen? Gleich groß schon. Ja, das bildest du dir ein, glaube ich. Obwohl ich schon 10-mal gestorben bin. Ja. Du siehst aber cool aus mit deinen Barteln da. Ja, die Barteln sind cool, ja. Lass mal runter zum Meer. Oh. Kommen wir hier runter? Wir den Sprung nicht schaffen, safe. Guck. Easy. Hallo Martin, hallo Koala. So, ich guck mal nach Freundesanfragen, habt ihr gerade geschrieben. Ich habe irgendwas freigeschaltet, glaube ich. Charakter? Fähigkeit? Nimm die mal alle an, die Anfragen. Könnt ihr gerne nachjoinen. So. Der Server ist fast voll, ne? Also könnte auch schwierig werden. Muss ich was drücken, um zu wachsen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Weil ich habe über meinem Biss-Ding-Symbol da jetzt ein anderes Symbol noch. Ach, ich glaube, ich freue mich. Achso, das ist ein Wachstumsboost. Ja, genau. Ich habe ja auch so einen Boost freigeschaltet. So. Hinter dir! Du bist entdeckt! Oh Gott! Das ist ein Dilo! Mach die Sau fertig! Jawohl! Wie ein Gebissen. Ja, sehr gut. Weiter so. Den chasen wir jetzt zum Tod. Wir brauchen Fleisch. Du seine Freunde. Komm her! Du hast ihn wieder getroffen. Ja. Komm schon. Er ist irgendwie ein Tick schneller, habe ich das Gefühl. Ja, der ist auch schneller. Aber wir haben viel Ausdauer, vielleicht hat er weniger. Ja, wir haben echt viel Ausdauer. Ja, der wahrscheinlich auch. Ich sag ja, wir haben voll das langsame Vieh, hast du ausgesucht. Das. Wir können halt nichts machen, der ist halt mega useless. Glaubst du, er ist schon low oder? Nee. Ich glaube, der ist schon wieder regeneriert. Ich glaube, wir sollten uns halt was aussuchen, was schneller ist, weißt du? Uns verarscht. Ja, ist auch easy, wenn man so viel schneller ist. Wir können den ja gar nicht kriegen, wenn er nicht total bescheuert ist im Kopf. Der rennt halt einfach weg. Weil das einfach nicht mehr chasen, das hat keinen Sinn. Ich glaube, wenn wir groß sind, sind wir schon stark. Meinst du? Ja, wie groß sind wir? Wie so ein Drache oder sowas. Drachen oder sowas, das sind Füchse, Hunde. Wannabe-Drachen sind wir vielleicht. Die Insel ist echt schön, oh ja, die ist echt schön. Ich habe die Hälfte jetzt von Jungtier gleich. Echt? Dann geht das gar nicht so langsam, das ist doch gut. Wohl, nee, überhaupt nicht, hä? Ich habe so einen kleinen Fitzel erst. Ja, ich dachte... Was ist denn die Leiste jetzt über dem Leben? Noch können wir einen anderen ausprobieren, der vielleicht schneller ist. Ja. Ey, du triffst mich gar nicht. Du machst halt null Damage. Echt? Ja, wirklich. Doch, schon ein bisschen. Ey, aber du musst mich ja 50 Mal treffen und ich bin nur ein Jungtier. Ja. Können wir ausloggen? Safe loggen? Ja, oder? Ja, safe loggen. Ach, wir loggen einfach so aus. In Combat, let's go. Wir nehmen irgendein anderes Tier, Leute, wir gucken mal. Kano ist halt auch da, ne? Kano ist auch da. Das ist, glaube ich, auch eine Mod. Kano ist eine Mod, echt? Ich glaube schon, ja. Was sagst du zum Argentinosaurus? Sagen wir mal, als Troll? Ja, oder? Wir können jetzt am Anfang des Streams ein bisschen ausprobieren. Oha, was ist das? Alter! Was zur Hölle, was es hier gibt? Wie winzig ist der denn, wenn er klein ist? Es gibt hier voll die coolen Mods. Willst du jetzt Argentinosaurus? Ich bin jetzt mal gespawnt, ja. So bescheuert, Alter.
Ich nehme auch mal den Standard-Skin, ist ja egal. Ey, der ist ja mega klein. Ja, aber irgendwie ist er doch schon groß, wenn du spawnst. Okay. Oh Junge, wo sind wir denn hier? Bist du schon gespawnt? Ja. Ich lade dich ein. Ist schon groß, ne? Ich weiß, du sagst immer, wir sind groß, wir sind aber gar nicht so groß. Ich glaube, du schätzt das falsch ein, wir sind halt nicht groß. Vielleicht sollten wir gleich doch auf den offiziellen Server gehen. Vielleicht, ne? Ja, glaube ich schon. Ich glaube auch. Also für richtiges Gameplay. Ich finde halt die Map echt schön, aber wenn dann hier so viele Mods und so drauf sind. Ist ja wahrscheinlich auch alles ultra unbalanced, ne? Ich meine, das ist ja so schon unbalanced. Ich fahre heute um 17 Uhr in den Heidepark. Wieso so spät? Ist da nicht schon vorbei? Ja, lass einen offiziellen, oder? Ja, wir können jetzt einen Server suchen, wo wir auch bleiben, weil dann können die Leute auch nachjoinen. Weil wenn wir jetzt immer swappen und so, ist halt scheiße, ne? Ja, das wurde jetzt überhaupt nicht am Spiel beendet. Das Spiel beendet? Gucken wir mal, Freunde. Okay. So, Ausladung. Wir gehen jetzt auf den richtigen Server, Leute. Alles gut. Dann kannst du auch mitspielen, Heaven Rider. Easy. Hallo Case, wie geht's? So, mehr Spieler. Ah, ich muss auch das Spiel neu starten wegen den Mods. Ah. Weil die Mods drin sind, weißt du? Die müssen einmal rausgemacht werden durchs Neustarten. Hallo Frisky. Du hast noch nichts verpasst. Wir haben gerade erst angefangen. Schön, dass du da bist. Hallo Kevin. Ja, werde ich jetzt hier auf irgendeinen Server geworfen, weil ich kann mir ja keinen auswählen beim Multiplayer. Ja, ich gehe jetzt auf einen drauf und dann kannst du mir nachjoinen einfach. Achso, weil ich bin jetzt schon auf einem. Ja, oder ich join dir nach. Sollte auch gehen. Warte. Können wir gucken. Geht denn das überhaupt hier? Freundesliste? Stummschaltungen? Ach, das sind Leute, die mich ständig eingeladen haben. Okay. Habe ich dich überhaupt als Freund? Bei Steam, ja. Nee, bei dem Spiel hier. Achso, das weiß ich nicht. Brauch einmal deine Eldarin-ID, glaube ich, dann. Wo krieg ich die? Okay, komm einfach mir nach. Meine steht in der Stream-Beschreibung. Ist einfach, ich weiß es nicht. Weil ich kann dir die auch eben schicken. Ja, schick mir die mal bitte. Okay, warte. Hier sieht man die doch, oder? Ja. Wo? Ich schickte die jetzt. Ah ja. Wo gebe ich die dann ein? Bei oben rechts bei diesem Freunde-Symbol. Und dann Freund hinzufügen. Ah ja. Eine Freundschaftsfrage. Ja. So, wollen wir dann den kleinen Anki spielen, der auch auf dem Thumbnail ist? Ja. Gut, dann spielen wir mit dem mal. Hab die, glaube ich, eine Anfrage geschickt. Ach scheiße, ich muss jetzt erst annehmen, ne? Ja. Ach Gottchen. Okay. Kann ich, glaube ich, jetzt in diesem Menü nicht. Aber ich stelle mir mal ganz kurz hier einen Charakter. Dann können wir loslegen. Ganz ehrlich, die Farben sehe ich gerade eh nicht. Was machst du da schon wieder? Du guckst? Ja, ich habe gerade eine Line gezogen. Hast du mich jetzt angenommen? Ja, gleich. Ich muss eben joinen, glaube ich. Wir spawnen eh gleich in dieser Hatchling Cave, dann können wir, glaube ich, gemeinsam da raus und dann sind wir direkt zusammen, weißt du? Oh, das ist sehr cool, ja. Ja, deswegen, wenn andere Leute mitspielen wollen, am besten jetzt joinen, weil dann könnt ihr direkt mit uns raus aus der Cave. Das wird immer ganz geil, ne? Ja. So, jetzt habe ich dich. Ich muss mal gucken, dass du mir nachjoinst. In der Freundesliste musst du auf so ein Symbol klicken, glaube ich. Neben meinem Namen, so ein grünes oder so. Ja. Wir spielen jetzt den, ich weiß den Namen auch nicht, den Anki-Verschnitt hier. Wer ist der denn? Das kann ich dir sagen, wenn du willst. Ja, sag mal. Andontosaurus. Andontosaurus? Ja. Okay. Ja, der kann gar nicht angreifen, oder kann ich das jetzt nur noch nicht?
Der, Ah, wie süß warum das. ist es denn Nacht? Warum ist es denn Nacht? Ja, warum nicht? Das nur. Ich sehe Passiert ja halt gar ab und zu nichts. mal. Oh, hier ist ein Amager. Okay. Ja, warte mal kurz, Lorella. Lass mich dich einladen, bitte. Ich der Group Leader bin. Okay, ich bin da. Ja, siehst du das hier? Das bin ich hier. Okay, sehr schön. Stimmt, wir können auch andere Herbivores spielen. Also wir können auch ein Mixed Pack machen. Herbivores. Jo. Wie schnell sind wir, hä? Ja, ich sag doch, das ist langsam das andere Ding. Das ist voll unrealistisch. Ja, aber es ist doch viel, viel geiler, als wenn du so einen langsamen Fuchs spielst, Ja, den du da stimmt. ausgesucht hast. Hier ist wieder unsere Gruppe, oder? Ja. Ich muss jetzt aber irgendwas essen. Du musst halt die Mission jetzt machen, eben, Magnus, ne? Kriegst auch so Punkte. Oha. Ich glaube, wenn es ein Pflanzenfresser ist, ist es egal, Heaven Rider. Aber beeil dich ein bisschen, bevor wir aus der Cave rauskommen, am besten. Dann kommst du nämlich direkt mit zu uns, dann brauchst du nicht zu uns laufen danach. Boah, ist der langsam. Wer ist langsam? Der ist hier ganz schön langsam irgendwie. Achso, stimmt, ich sollte mich vielleicht auch vollfressen, ne? Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Macht ja Sinn. Und das ist jetzt die Wachstumsleiste über meinem Leben, meinst du? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Frag mich auch gerade, Ne? was das für eine Leiste ist, wenn ich ehrlich bin. Ich kann gar nicht Doch, treffen. dies ist das Wachstum deiner Kreatur. Finden Sie die Leiste, um zur nächsten Wachstumsstufe aufzusteigen. Ah, okay, wenn die voll ist, dann hast du die nächste Stufe erreicht. Dann bin ich Jugendliche. Genau, aber das dauert, glaube ich. Aber naja, guck mal, wie viel wir schon haben, oder sind wir so gespawnt? Ich glaube, wir spawnen gleich so. Also es. Ich Schade. glaube. Der Anodonto ist ultra langsam. Echt? Fühlt sich gerade echt schnell an. Hallo Indoraptor. Aber er ist halt massiv. Mach Gruppenchat, ja, okay. Ruhe denn Dinosaurier aus? Das ist eine Quest, okay. Präzise Wir warten gleich noch Bewegung. in der Cave eine ein, zwei Minütchen, keine Sorge. Okay, jetzt soll ich irgendwas machen? Da, so einen Pilz aufheben. Easy. Sehr schön. Ich kann mich ja auf der Stelle so bewegen, ne? Ja, Precise Movement ist das. Das habe ich zum Beispiel bei mir auf eine Maustaste gelegt. Ist halt im Kampf echt praktisch, ne? Ja. Alles klar, Laura. Das sieht man gar nicht, weil meine Cam über den Chat ist. Tja. Aber ich habe es gelesen. Habe ich mir aber schon gedacht. Gibt's hier Fliegenpilze? Ja, musst du essen, ist ganz wichtig. Nein, musst du abliefern. Muss ich Schaltest du sammeln? bei. Okay. Hey, wie liefere ich denn einen ab? Musst du aufheben und dann zu dem Punkt da bringen. Wo sammle ich die auf? Da hinten, glaube ich. Gleich markiert. Ja. Das ist wie ein Tutorial für gut. Ja, aber es ist manchmal ein bisschen nervig, weil du es immer machen musst, gefühlt. Irgendwann nervt es dich halt. Ja, ich bin jetzt gleich schon unten die Leiste voll, irgendwie, ne? Du auch? Weiß ich gerade nicht. Dankeschön fürs Gehen, mein Lieber, für 5 Euro. Danke für deine tollen Streams und Video S kleiner als 3. Oh, vielen Dank. Wir haben es gleich. Gleich ist der Cave raus, hoffentlich. Okay. Ja, jetzt haben wir es geschafft, aber wir warten noch einen Moment auf die Leute. Will noch jemand im Chat mitspielen? Dann schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr gerade am Connecten seid. Das trollen sowieso alle. Danke, Felix. Ah, guck mal hier, der ist bestimmt dabei. Hallo. Hey, ich bin aber schon größer als der hier, Magnus. Da, Heaven Rider ist dabei. Oh, Heaven Rider, du bist ein Winzling. Oh, ich bin jetzt gleich, bin ich Jugendlicher. Ja, ich bin auch fast voll. Ich glaube, sobald wir rausgehen, ist man ein Jugendlicher. Ist man immer, ne? Ich spiele auf Normal. dem Tablet. Ach ja, stimmt, das geht ja. Voll Ja, gut. auf geht's, komm. Ja, wir warten noch eine Sekunde. Okay. Falls noch Leute kommen wollen. Schreiben noch ein paar Leute eine 1. Die warten wir nochmal eben in der Cave.
Ist halt leichter hier zu warten. Du kannst die Tutorial-Höhle nicht verlassen, bis der Anführer deiner Gruppe bereit ist. Ja, Frechdachs. Der wird schon ein Schwanzhieb. Oh, hier sind doch noch Leute. Oha, was geht hier ab? Okay, warte. Den muss ich noch einladen. Hallo, kleiner Mann. Wie groß ist das Ding? Das ist der Wahnsinn. Warte, warte, warte. Lass ihn nicht bewegen. Okay, Daniel ist auch da. Wer ist das hier? Das ist ein, was ist das hier? Ein Kentro? Hyango? Ich glaube ein Kentro, ne? Kann ich mit der Kamera irgendwie rauszoomen? Hallo Zelda Fanboy. Mausrad kriegen, ne? Ja, nee, geht nur weiter rein, aber nicht raus. Gibt's Friendly Fire? Ich glaub, ja. Aber nicht in der Cave hier. Ah, okay. Es war ja klar, dass du das wieder wissen willst. Ich kann ja sogar springen. Okay, ich glaube, die meisten sind jetzt da. Ein paar Sekündchen habt ihr noch, dann lieben wir die Cave. Dann müsst ihr uns so finden. Ich hab keine Ausdauer mehr. Wie liege ich denn? Sitze ja. Ja. War süß. Ja. Du musst halt H gedrückt halten, ne? Dann schläfst du. Ja, aber ich will ja nicht. Oh, wie das aussieht. Ich schweb hier voll. Gut, bin fertig. So, wollen wir los? Ja, oder? Ja, wir haben alle. Also mit 1, 2, 3 und so kann ich keine Rufe mehr machen, ne? Nee, nee, du musst V gedrückt halten und dann kannst du das Rad halt ausdrehen. Los geht's, Leute! Ach, es müssen erstmal alle die Quests abschließen. Kommando zurück! Macht alle die Quests fertig! War vielleicht doch ein Fehler zu warten. Irgendwie schon. Erst draußen einladen. Ja, wir warten mal eben. Ich glaube, Daniel macht da gerade schon, der flitzt da schon lang und Last Dragon of War auch. Ich finde, man wird immer so erschlagen von diesen ganzen Texten und Menüsachen, ne? Sind echt viel zu groß, finde ich. Ja. Es sollte nicht viel kleiner machen, diese ganzen. Auch die Namen über den Dinos, diese Leisten und Namen. Das ist alles viel zu groß. Ich glaube, es sind alle fertig, oder? Stehen alle hier irgendwie. Außer. Ne, Daniel ist noch dabei. Peter Sonil läuft noch da hinten rum. Ich glaube, der macht gerade noch. Warum schickst du mir eine Gruppeneinladung? Weiß ich, ich probiere gerade nur ein bisschen aus. Achso. Erstmal blockieren. Ich geh mal gucken, was der macht. Hallo Justin! Der kommt da. Er sieht groß aus eigentlich. Mhm. Können wir endlich anfangen. Hallo Julius. Wahnsinn. Wir haben es geschafft. Endlich können wir richtig spielen. Hallo Nord Shadow. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir haben schon mal eine große Gruppe. Oder? Es gibt halt immer so Gruppenquests. Also ich glaube, die blauen sind deine eigenen. Weil das kannst du auch nachgucken bei Quests. Ich glaube, die grünen sind Gruppenquests, da haben wir gerade noch keine. Lokale Weltquest, hast du die auch? Ja, sammle Seetang. Sammle 50 Eicheln. Okay, ich habe eine andere. Aber die blauen haben wir bei alle. Nee, ich glaube die grünen. Oder? Ja, was hast du für blaue? Finde Wohnhöhle, Wegstein finden, Zufluchtsort, Felsenwand. Habe ich genauso. Okay. Mir ist egal, also wir können halt auch die Quests machen, soweit. Ja, wo ist denn der Zufluchtsort Helsband? Das muss eine der Dinger sein. Ich glaube, das ist das Dinge? Hier links oben, dieser Stern. Ah. Siehst du das? Nee. Geh mal dahin.
Ah doch, jetzt sehe ich's. Auf der Karte, wenn du M drückst. Ja, der ist bei mir. Der Stern ist halt bei mir in die andere Richtung. Da ist der. Wie, hä? Dann ist das falsch. Da, wo ich jetzt die Richtung laufe, ist Zufluchtsort Felsenband. Ja, die Richtung ist bei mir auch richtig. Ja, ja, und das andere ist die Home Cave, dieses Dreieck. Ja, dann ist ja alles geklärt. Ich muss echt sagen, für das Handy ist das Game echt null ausgereift. Ich hab's noch nie auf Handy gespielt, also keine Ahnung. Ich kann das Spiel nicht spielen, schade. Ah, oh, das ist sad. Sorry, dass ihr auf mich warten musstet, das macht doch nichts, kannst da nichts für. Magnus ist halt ungeduldig. Man kennt ihn. Hm? Hier, irgendwas ist falsch. Lokale Quest fehlgeschlagen. Warum? Ach so, weil wir rausrennen. Die rote Quest, ne? Ja. Ja, die musst du halt an dem Ort machen, wo du gerade bist. Wow. Ist egal, kriegen wir auch neue. Bist halt ein Versager, Magnus. Kann man machen nichts. Ja, kann man machen nichts. It is what it is. So, du musst doch immer aufpassen, wenn du in einem Amaga oder so läufst. Die machen dir Schaden, wenn die über dich laufen. Ich bin gerade voll in den reingelaufen. Wer ist das? Ich glaub, oh, das ist ja fast gestorben. Der hat aber richtig Knack gemacht, ey. Ja, okay. Keine Rücksicht auf Verluste. Leben noch alle? Ja. Oh, Laura ist echt fast gestorben. Guck, das mal die Lebensleiste. Ja, die muss ein bisschen chillen jetzt erstmal halt. Holy shit. Ja, die kommt schon nach. Die sind das die Gruppenquests, also. Ne, das sind keine Gruppenquests. Die grünen sind Gruppenquests. Ja, aber wir haben noch dieselben jetzt. Hey, hey, hey. Ja, ja, aber die grünen sind halt wirklich, wo du es gemeinsam erreichen musst. Ah. Haben wir leider noch keine freigeschaltet. Ich muss aber auch gleich ausruhen kurz. Alter, was ist das? Ja? Was jetzt? Kommen wir nicht weiter. Wir brauchen einen Übergang. Mhm. Da hinten geht's lang. Ich glaube, ich ruhe mich mal erstmal aus. Hast du noch, wie viel? Ich hab noch Hälfte Ausdauer, du? Echt? Nee, ich nicht, ich bin leer. Aber der lädt mega schnell auf, wenn du dich hinlegst. Ja, ja, das also, geht. Das ist halt spannend. Instant full. Aber hier ist ein Übergang auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich habe auch einen gefunden. Ja, wir können uns ja an dem Ort treffen, alles gut. Ja, ja. Ich weiß halt nicht, wie das ist wegen Futtern, ne? Ob wir alle Bären essen oder ob jeder was anderes essen muss. Es gibt ja voll viele verschiedene Futterarten mittlerweile. Ja. Wir laufen zum Stern, ne? Nicht zum Dreieck. Okay, ja, alles gut. Muss echt aufpassen hier, dass man hier nicht runter droppt. Ich hoffe, die anderen haben auch die Quest mit dem Stern, nicht, dass die umsonst mitlaufen. Magnus, das ist egal. He don't care. Hauptsache, er hat Fortschritt. Und du natürlich, du hast ja auch die Quest. Oh. Und ich, er denkt an mich. Guck mal, wie süß er ist. Heute ist er mal süß. Ein Süßi. Ähnlich. Magnus gönnt mir den Tod. Hey, hier kommt man schon wieder nicht hoch. Hast du einen Aufgang gefunden? Ah, du bist ich bin okay. Schon fast da, ja. Ich habe da, ich habe schon geschafft. Krasser Typ. Was habe ich jetzt für ein Symbol da über mir im Ding? Irgendwie so drei blaue. Wo sehe ich denn den? Kann ich mir irgendwie angucken, was das für ein Boost ist? Ach, Boost? Nee, das weiß ich, das ist keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall, also ich habe so einen Doppelboost, was Wachstum angeht. Und du? So einen grünen und so einen roten. Und ich habe so was Blaues irgendwie hier. Was Blaues? Ja. Vielleicht durch die Quest oder so. Ja. Na, Maximilian. Verlasse den Ort Erdloch. Wo geht's jetzt hin? Ich hätte gern so eine Gruppenquest, aber irgendwie haben wir keine. Also ich wachse richtig langsam, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das sag ich ja. Das ist bei dem Game, also es dauert echt ewig. Okay. Wir sind jetzt ab zum Dreieck, ne? Können wir machen, ja. Irgendwie finde ich es nicht mehr da hinten. Ja, nochmal weiter nach oben links. Ja. Ich meine, bringt ja nichts, was soll man sonst machen. Ich habe jetzt auch diesen Boost, aber der ist auch nur kurz da, ne? Ja. Ich glaube, das ist auch ein Wachstumsboost.
Können wir chillen? Hat Joanna gefragt. Wieso? Wieso chillen? Wir wollen Quests machen. Quest Hunt. Laura hat geschrieben, kommt mit, wenn ihr Action wollt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Action wollen. Wir sind halt gerade, also... Wir können halt nichts, glaube ich. Ja, eben. Es bringt halt, glaube ich, nichts. Ich muss mal kurz Rost haben. Ah, Zelda ist schon am Start. Sehr gut, Zelda, danke. Lustig aus, wie der läuft. Aber diese Namensanzeigen, die sind echt immer, I don't know, so riesen Dinger, ey. Bisschen zu groß, ja. Ja. Kann man das nicht irgendwie ausstellen? Und auch das hat unten, doch, du kannst L drücken, aber dann siehst du halt gar nichts mehr. Aber dann kommt das Spiel halt 100-mal geiler rüber, finde ich. Ja. Die Menüs. Vor allem, die sind ja voll unpräzise, die Namensdinger. Du kannst daran gar nicht festhalten, wo genau jemand ist. Ja, ja. Das, die sind halt einfach irgendwie random in der Richtung, so. Oh, das war eigentlich relativ zügig, Zelda. Hallo, Benjamin. Und kein Stress. Wenn du mal was nicht siehst oder so, ist nicht schlimm. Bin ja auch noch da. Na, bergauf läuft aber echt langsamer, ne? Ja, ja. Ultra. Aber bergab umso schneller. Ist irgendwie so ein Fettklopf, der fängt an zu rollen, wenn der Berg runterläuft. Hier so ein, wie heißen die denn bei Ark? Diese Steinhacker. Ja. Dödis. Dödel, ja. Kannst du so einrollen und einfach so Ramos-mäßig rollen. So witzig. Ist echt schade, dass wir keine Gruppenquests haben. Ich würde gerne die ganze Zeit irgendwie sammeln zusammen oder so. Ja, das wäre cool. Wäre cooler, als wenn man hier einfach nur so rumläuft. Zu irgendwelchen Orten. Jetzt sollten wir uns auch einfach irgendeinen geilen See suchen oder so, wo wir chillen. Ja. Wäre auch nice. Wollte auch mal andere Dinos vorbeikommen und so. Ja. Aber das ist halt die Chance hoch, dass wir sterben, ne? Ja, ich verstehe gar nicht, warum wir so lange brauchen. Das ist auf der Karte voll klein aus der Weg oder voll kurz. Das dauert halt ewig. Holy moly. Sind wir so langsam oder ist die Karte so groß? Ich glaube, die Karte ist so groß. Echt krass. Ich muss mich auch bald mal ausruhen. Man konnte ja jederzeit machen. Ich glaube, die Quest rennt nicht weg. Food für alle. Okay, können wir gleich hingehen. Erstmal zur Quest und dann machen wir das. Aber es ist gut zu wissen mit dieser gelben Anzeige über der Lebensanzeige, dass das das Wachstum ist. Aber das ist bei mir halt auch noch nicht mal beim ersten Balken. Nee, das dauert ewig. Links. Bei mir ist so ein Zentimeter vielleicht. Ja, krass. Fressen wir denn alle Bären aktuell oder gibt's was anderes? Wir machen erst eben die Quest, danach können wir nach Food gucken. Wir sind Eicheln. Aber Litschi. Ne, Litschi. Litschi. Sollen wir einen mitnehmen? Ja. Und dann? Weiß ich nicht. Wofür sind die? Eigentlich kann man die doch essen, oder? Ich weiß nicht, ob wir Dinos das essen. Also mit den Dinos. Das sind eher so Sammelobjekte, oder? Ich glaube schon, ja. Deine Leistung, Alter, wie schnell ist denn der Kentro? Der ist schnell, ja.
Ja, Alter, Last Dragon of War ist ultra schnell. What? Guck das mal an, wie der abspeedet. Ja. Deswegen hat er den ja, bestimmt genommen. Was für einen roten Dings hattest du eben noch? Der ist einfach dreimal so schnell wie wir, Alter. Was für einen roten Boost hattest du eben noch? Habe ich jetzt immer noch. So einen orangenen roten. Hä? Das ist mein YouTuber-Boost. Ne, keine Ahnung. Wahrscheinlich vielleicht wegen diesem Freundescode, weil Leute das Spiel über meinen Freundescode gekauft haben. Ja, das kann sein, ja. Aber ich dachte eigentlich, der zählt für alle. In der Gruppe. Aber kein Plan. Gefühlt wachse ich dadurch, glaube ich, auch nicht schnell. Ah, ich habe die Hälfte von dir. Echt? Ja. Oha, was? Dann wächst du ja, wächst du ja ultra langsam. Mhm. Home Cave. Ich gehe da jetzt aber nicht rein, glaube ich. Nur einmal die Quest holen. Oder muss ich da einmal rein? Na, ich muss einmal rein. Okay. Wie teuer ist denn ein Skin hier? Hast du das mal geguckt? Nee. Oh, jetzt habe ich aber so einen Booster. Oder irgendwas ist da unten jetzt. Ja, eins. Diese Wachstumsleiste ist so... Ist die wieder rausgegangen direkt? Ja, klar. Aber die, guck mal, die Wachstumsleiste ist jetzt so ein... Mega groß geworden, aber so halb, also mit so einem. Ja. Weißt du, was ich meine? Nicht ausgefüllte Leiste. Hab ich auch. Ja. Wo seid ihr? Das heißt, die Quests sind echt gut zum Wachsen, glaube ich. Ja. Ach, ich wollte Skins gucken, genau, das war's. 5000 kostet ein Skin. Und es gibt auch billigere, es gibt 8000er Skins. 4000. Aha. Die Skin-Vorschau ist aber auch echt ugly, ne? Ja. Aber der 5000er Skin ist eigentlich ganz cool. Den finde ich auch noch ganz cool. Der blaue. Der nächste Quest, oder was? Wegstein finden, oder welche machen wir jetzt? Wegstein finden und benutzen. Ja, lass es mal eh Richtung Norden gehen zu dem Bergstein, weil das ist dieser große See, wo glaube ich immer alle sind. Also wenn wir da hingehen, ist glaube ich nicht verkehrt. Wo ist denn die neue Quest? Ja, ich hoffe, wir kriegen bald neue. Also lass uns erstmal Richtung Norden gehen, das ist ganz cool. Und dann essen, trinken, dann schauen wir mal. Interagiere mit dem Wohnstein in der Wohnhöhle. Ach so, oh, das können wir jetzt noch machen. Ja, das können wir noch machen. Gut, dass du es sagst. Oha, let's go. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie war dein Tag, Dandy? Dankeschön, sehr gut. Und danke für 1 Euro. Ah, ich habe den Typee-Stream-Link gar nicht aktualisiert. Wartet mal, ich mach mal eben, damit das schneller geht. Ah, das ist aber auch so nervig, dass man das hier jetzt mal machen muss. Irgendwie nicht Sinn der Sache. Aber der Alert ist immer noch nicht raus. Testen das gleich wieder. Ich hab doch jetzt interagiert. Hast du die Quest abgeschlossen? Nee, du. Muss ich jetzt hier Deko kaufen, oder was? Ich glaub schon, oder? Kaufen. Jetzt wird's angezeigt, dankeschön. Also ich hab jetzt die Deko platziert. Ja, ich auch, aber ich hab immer noch die... Ich auch. Nicht. Was ist das? Ja, was soll das denn? Das ist doch interagieren, oder nicht? Würde ich auch sagen. Mach mal Wohnhöhle verlassen über diesen Stein. Vielleicht geht das dann. Ich weiß es nicht. Gute Frage. So, jetzt aktualisiere ich mal eben den Link. So. Nee, geht nicht. Reset. Yes. Klick. So, wenn heute nochmal irgendwie was kommt, dann testen wir mal, ob das schneller geht. Blödes Typee-Stream. Nee, die Quest hat irgendwie nicht funktioniert. Seltsam. Dann gehen wir Richtung Norden. Brauchen halt jetzt langsam Essen trinken, ne? Ja. Also Augen aufhalten nach Bärenbüschen. Oh. Oh. Ouch. Alter, was machst du denn da für Sachen? Gar kein Problem.
bin gut gepanzert. Kommt jetzt jeden Tag ein Livestream? Nee, leider nicht. Muss ja auch noch arbeiten und so. Daily Streams. Wäre mal cool so, wenn man mal einen Monat frei hätte, jeden Tag. Bestimmt auch anstrengend, aber... Ja, bestimmt mal ganz witzig. Oha, was ist hier heute los? Moin, Team Blue Phoenix. Du hast halt schon bald den ersten Balken, oder? Ja, aber der bringt mir auch nichts. Also ich glaube, dieser erste Balken, also das ganze Ding steht halt wirklich nur für... Stimmt. Warte. Für dieses Stück, bis Jugendlicher. Ja, ich glaube, das stimmt. Ist nicht das hier. Ja, mal gucken. Ich hab jetzt die Hälfte von diesem ersten Bereich da nämlich. Ja, ich glaube, man muss halt aber wirklich Quests abschließen, damit man da vorankommt. Und Pain. Und Pain. Hallo, Matteo. Pay to win, sagst du? Ja. Vorne können wir trinken, ne? Richtig. Aber wie kriegt man denn auch neue Quests? Kann man die irgendwie auch anfordern? Nee, nicht wirklich. Hallo, Jess T. Schön, dass du da bist. Boah, hier mit dem Krokodil drin. Schönes war auch witzig, glaube ich. Glaube ich auch. Zelda Fanboy, ich glaube, die erstellen immer wieder neue Accounts und so. Sind halt so Bots, ne? Bot-Profile. Kann man machen, nix. Aber gut, dass du da bist und das direkt gelöscht hast. Das freut mich sehr, bei der Gast, dass es dir gut geht. Ah ne, ich kann Verfolgen ausmachen, glaube ich. Wie, was meinst du? Dass sie mir angezeigt wird, glaube ich. Bei den Quests. Guck nach drei Fingerspuren. Was? Hast du den Gruppenchat online, auf? Ich hab Gruppen... Oh, ich hab irgendwo anders eben reingeschrieben, scheiße. So Global. Alter, was geht, Leute? Ich hab geschrieben Global, wisst ihr, wie das funktioniert? Gut. Perfekt. Guck nach drei Fingerspuren von Karnos, okay? Karnis, also Carnivoren. Aber, keine Ahnung, was wir damit sollen. Boah, ich will jetzt keinen Fleischfresser treffen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Aua. Ist er getroffen? Folgt mir lieber nicht. Nee, ich gehe aber komische Wege. Tödliche Wege vor allem. Vom Schwimmen. Hallo, ist der Roblox. So kack. Bist du schwimmen gegangen mit dem kleinen Dicken? Oh, jetzt haben wir Quest. Guck mal. Die grünen. Das können wir machen. Ja. Wahnsinn. Nice, endlich. Okay, Leute, wir schwärmen aus und machen die grünen Quests. Weil das sind die Sammelquests fürs Team, die wir zusammen machen, weißt du? Aua, ja. Ich brauche auch mal Bären langsam. Ja, ich auch. Ich habe auch Hunger. Ich habe aber noch keinen Berry Tree gefunden. Drei Kieferzapfen. Ja, wir müssen jetzt die grünen machen. Das sind halt die Gruppenquests. Ah ja. Und ist das, ist das egal, wie viele quasi wer macht? Also, oder kriegt da jeder die gleiche Belohnung? Das ist egal. Aber ich glaube, die bringen uns insgesamt am meisten, wenn wir die jetzt die ganze Zeit machen, okay. Weil ich glaube, die kommen auch immer wieder. Dann wachsen wir, glaube ich, richtig schnell. Also einfach die anderen Quests ignorieren und dann einfach mal zack, zack, zack. Ja. Was müssen wir sammeln? Blumen und Äste. Okay, das ist falsch. Denk mal, die Äste müssen wir da vorne zum Wasser bringen. Ich brauche halt auch noch Food, ne? Lohnt sich das Spiel zu holen? Ich finde das Spiel mega cool, ja. Definitiv. Wenn du was findest, sag Bescheid. Ja, Essen, ja. Ja, jeder, ne, der was findet aus unserer Gruppe. Bei ihm Bescheid sagen. Ja. Das ist halt trinken, aber ich weiß nicht, wie das aussieht, was Essen ist. Das sind so Berrybüsche wie bei The IL damals. Also hier mit so roten Beeren dran. Ja. Okay. Wie läuft's? Kannst gerne mitspielen, Jesse, oder bist du noch unterwegs? Hallo, Alida. Wir sind gerade erst angefangen, also wir sind echt noch nicht viel gewachsen. Ich glaube, man wächst bei dem Spiel übrigens gar nicht über Zeit, ne? Nur über Quests. Ja? Ich glaube schon. Und da fällt dir auf, dass man wächst. Also es sieht nicht so aus. Nee. Deswegen müssen wir halt jetzt echt Quests spammen, damit wir mal wachsen. Wir haben noch 0 Blumen und 0 Äste.
Ja, ich habe noch keine Blumen und Äste gesehen. Ich weiß auch nicht, wie die aussehen. Ich auch nicht. Ich suche aber auch eher gesagt, ehrlich gesagt, eher Bären als Quests. Ja. Geh mal Richtung. Gerade nach Hause gekommen. Ah, nice. Welchen Server spielt ihr? Wissen wir nicht. Irgendeinen offiziellen. Kannst am besten mich adden. Der Freundescode ist im Stream, in der Streambeschreibung. Und dann kannst du nachjoinen. Ich finde irgendwie nur Pilze die ganze Zeit. Giftpilze. Dann kannst du ja mal essen. Schmecken bestimmt gut. Glaube nicht. Ach, bestimmt. Oh, was ist hier? Ist das Bär? Nö. Das könnten doch Bären sein, oder? Nee, auch nicht. Unten bei den drei Seen sind Blumen. Gruppenquest fehlgeschlagen. Nein, 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 nein. Ich muss zurück. Oh. Das okay. Gehört bei den drei Seen unten. Ja, aber ich will Essen erstmal haben. Ja, da wo Wasser ist, ist doch eigentlich auch Bären. Ich habe noch keine Berries gefunden. So schön Urlaub auch ist, zu Hause ist es doch irgendwie am schönsten. Ja, das ist ja auch immer mit Stress verbunden, Urlaub, ne? Das ganze Gereise und so. Darf man halt nicht vergessen. Ich finde am ersten und am letzten Tag ist Urlaub halt nie schön. Ja. Das ist halt immer schwierig. Ich meine, wer reist, also wer hat schon gerne diese Fahrt da irgendwo hin? Die macht halt keinen Spaß. Ja. That shit. Ich kenne diesen Ort wie mein Haus, alles klar. Da am Wasser sind, glaube ich, auch andere Dinos. Echt? Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, ob die freundlich sind. Da müssen wir aber auch hin, ne? Wegen der Quest. Ja, oh ja, das sind echt andere Dinos, du hast recht. Aber was sind das? Ah ne, ist Seven Rider, die am Wasser ist. Das ist halt nur mit der Namensanzeige so blöd. Ja, wir haben halt noch null Äste und null Blumen. Hat noch keiner was gefunden? Ist ja crazy. Ja, aber warum sind denn hier keine Bären oder so? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das. Macht ja gar keinen Sinn. Sehr seltsam. Ich habe auch noch keine Äste gefunden. Also ich finde gar nichts gefühlt. Ich laufe einfach nur verwirrt rum. Roter Ingwer, ja super. Laura schreibt Hilfe. Ist das denn alles Nadelwald? Ja, ne? Sollen wir da mal hin? Laura schreibt Hilfe. Wo ist das denn? Siehst du nicht ihren Namen? Ah, doch, ja. Ich suche halt immer noch Food, bin ich ehrlich. Ich suche alles irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie finde ich gar nichts. Nee, ich finde auch gar nichts. Hier ist Food, aber auch Karnis. Okay. Ja, wir können, glaube ich, gegen die eh nichts machen, ne? Ja, kommt drauf an, wenn die auch Babys sind. Ja. Okay, die ist da unten am See, holy shit. Komm ich denn herunter? Ich bin auch unten am See schon, step hier rum. Das ganze Rumgelaufen die Tage war auch anstrengend und schmerzhaft für die Füße. Ja, dann musst du die richtigen Schuhe anziehen. Wahrscheinlich so Jazz-Tee mit hohen Schuhen oder so. Nee, aber glaube ich, wenn man viel wandert und rumläuft. Immer anstrengend. Fertig, ich komme da jetzt runter und sterbe instant. Das ist also der Klassiker. Ich bin eins mit der Natur, ich bin ein Felsen. Aber musst du, wenn du spawnst, nochmal die ganzen Quests machen, oder? Gute Frage, ich weiß halt nicht, ob man sein Dings verliert. Hab Bären gefunden, ja, wo bist du denn? Das ist die Frage.
Weil langsam bin ich auch sehr hungrig. Aber Laura meinte doch, da unten gibt's auch Food bei ihr, oder? Ich find's halt krass, dass unsere Quest noch gar nicht vorangekommen ist. Milchling? Ich finde nur irgendwelche Pilze, ne? Wir wachsen halt null. Ach, hier sind, guck mal, hier sind aber Äste. Okay, das ist gut. Oh, nimm mit. Ja. Hier sind Bären, wo denn? Ich habe Wurzeln, die bringen uns nichts, oder? Ne, wir brauchen Äste, Blumen und Bären. Kommt, ja, dann zeig mal. Ich sehe dich noch, echt? Ja, weil ich der Gruppenleader bin, ihr seht mich, glaube ich, immer über größere Distanz. Bei mir ist es aber halt nicht so. Sneaker, sehr gute Wahl. Ich habe keinen Urlaub. Irgendwann auch, Daniel, irgendwann auch. Meiner ist ja auch vorbei. Hallo, Team Zombie. Oh, warte mal, ich kann auch eben die Dinger hier abliefern. Komm sofort, Laura. Ich hab Jakobsmuscheln. Guck mal, wir haben jetzt schon einen Ast abgeliefert. Last Dragon of War hat einen Ast weggebracht. Stark. Oh. Ich will auch, aber ich weiß nicht, wie es geht. Doch, hier. Die Frage ist, wie mache ich das? Last Dragon of War kämpft hier, oder? Sicher? Keine Ahnung, ich hab eine Mission, die heißt Finde Nahrung und isst. Oh ja, hier ist was. Angezeigt. Hier ist ein fieses Ding. Ein fieses? Ja. Hier sind viele liebe Karnis, schreibt Laura. Oha. Und das ist alles nicht so lieb hier gerade. Ich würde gerne den Scheiß jetzt abliefern. Ah, da. Nee, fallen lassen. Oder ist das richtig? Nee. Nicht richtig. Dein Nonigooks. Dein Nonigooks? Der Nonikus. Dein Nonigooks. Ja, wie kann ich den Scheiß denn hier abliefern? Ich versteh's nicht. Ah, da, liefern. Ich hab's geschafft. Ich hab auch was dazu beigetragen. Ich hab mich gerade so erschrocken. Ich hab was zur Quest beigetragen. Aber ich hab immer noch kein Essen. Hier ist ein Riesenkrokodil, was ausgewachsen ist. Schlecht, oder? Weiß nicht, ich brauch Food. Hast du schon Food? Ich glaub schon. Ja, hast du schon Bären gegessen oder nicht? Oha, das sind Albino sogar, ja, oder? Ja, es sind Albino und ich esse jetzt gerade Bären. Okay. Komm zu dir. Wir müssen riskieren. Boah, das Albino läuft hier rum. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein scheiß Bärenbusch, finde ich. Irgendwie frisst er uns aber nicht. Ist so nett. Alter. Hä, hey, von den Dingern kann man essen? Geier. Haben die Skins geändert? Weil dann habe ich die, glaube ich, vorhin auch schon gesehen, weil normalerweise waren die immer viel roter. Röter? Mhm. Ich weiß nicht, ob wir nur Bären essen können, vom Plan. Jedenfalls der Nahrungsquelle erschöpft, die Geier. Ja, ich habe nichts bekommen, ich bin immer noch low. Da kommt was Großes. Das ist der, der liegt sich da hinten. Nee, da kommt was anderes, ein Sucher oder so. Ja, da liegt doch hier der Albino-Sucher. Nee, das sind deine Suchos. So. Aber da kommt irgendwas Großes. Ich glaube, das sind das Pleto. Oder? Ich brauche halt noch Bären. Hinter mir. Also ich bin halt Gott, der ist direkt hinter mir. Hallo. Alter, was geht denn hier ab? Ich glaube, der will mich fressen. Ich glaube, das könnte er easy machen. Wo bist denn du? Ich suche Bären, ich habe kein Essen. Ich war Hunger. Oh, hier sind Bären, 2%. Und wir müssen halt auch die Quest machen. Es bringt halt nichts, wenn wir nur dumm rumlaufen, ne? Ja, just ja, saying. Klar. Also wenn ihr kein Food oder Trinken braucht, macht die Quest. Wir kommen sonst nicht voran.
bin halt noch am Flug suchen. Ganze Zeit schon am Suchen. Ja, dann habe ich aber vorhin die ganze Zeit schon die Dinger gesehen, glaube ich. So Mist. Einfach die nee, Skins nee, gerne. Nee. Die sehen ähnlich, glaube ich, aus, die anderen Dinger. Okay. Ich habe nämlich auch so Dinger gesehen und, ja. Ich muss halt jetzt durch jeden Busch durchgehen, glaube ich. Ja, ja, genau. Damit ich das checke. Ist... Oh, jetzt will er mich essen, aber. Boah, wie frech. Ich glaube, ich werde verhungern. Das sieht nicht gut aus. Was mache ich denn jetzt? Renne ich gerade zickzack um die Bäume? Ja, musst du. Versuch halt durch irgendwie Höhlen oder so. Oh, jetzt hat er mich gebissen. Oh oh. Ripp Magni. Das Albino-Krokodil soll mich retten. Gut, dass ich weggegangen bin. Deswegen will ich mich mit sowas auch nicht anfreunden, bin ich ehrlich. Sobald die Hunger kriegen, sind es auf einmal keine Freunde mehr. Ja, RIP, ne? RIP Magnus. Ich schwimme auf die andere Seite, ich will da hinten nicht sein, wo die sind, bin ich ehrlich. Magnus, 1 HP nur noch. Kommt's, dass sie dich fressen? Tot. Bist du tot? Mhm. Bin gleich mal gespannt, ob du jetzt wieder mit 0 spawnst oder ob du den Charakter einfach weiter spielen kannst. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt ausgewachsen bin. Nee, ausgewachsen nicht, aber zumindest, dass auch du bei dem Start vorher. Bist. Meinst du nicht? Mhm. Dann wieder ganz klein. Ja, ich kann dich auf jeden Fall einladen, musst du sagen. Soll ich? Ich glaube, ich nehme jetzt aber was anderes, du. Echt? Mhm. Okay, kannst ja auch einen anderen Herbie nehmen. Ja. Sag einfach Bescheid, wenn ich dich einladen soll. Ich brauche halt immer noch Food, Leute, also... Wenn ihr es findet, sagt gern Bescheid, weil ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Magnus hat ja wieder alles aufgefressen, der sagt, und jetzt ist er tot. Der Gierige. Warum kann man Path of Titans nicht mehr auf Android installieren? Müsste eigentlich gehen. Also meines Erachtens nach. Ich bin halt gleich wirklich am Verhungern. Ja, sag Bescheid, wenn du die siehst, Daniel. Dann guck ich da einfach mal. Aber ich will halt mit den großen Dings auch nichts zu tun haben, den großen Fleischfressern. Ich will ja auch ehrlich gesagt wieder weg, wenn hier so viele sind. Aber unsere Quests sind halt hier. Was ein Scheiß, ey. Ist auch echt doof, dass man keine Riechfunktion hat, ne? Sie das mal nicht eingebaut haben. Ist echt bescheuert. Ich frag mich auch, warum die Skins geändert haben von den Berrybuschen. Die waren vorher irgendwie besser zu erkennen. Ist einfach nur so grün. Ja Leute, wenn ihr verfolgt werdet, dann müsst ihr halt einfach versuchen zu flüchten. Das geht halt nicht anders. Wir können euch halt nicht helfen. Wenn wir kommen, sterben wir alle. Klingt halt leider nichts. Oh nein, ich werde gleich sterben. Es ist voll belastend mit dem Food. Aber ich glaube, so eine große Gruppe macht es auch nicht leichter dabei sowas, ne? Nee, nee. Hier ist halt kein Busch essbar. Was ist das? Seltsam. Bei dir sind Bären. Ja, das Problem. Ah doch, ich sehe dich. Ich komme zu dir, Heaven Rider. Ich bin auf dem Weg. Gut, dass du schreibst. Ich komme. Gott sei Dank sehe ich dich noch. Meine Rettung. Juhu. Sind halt echt wieder viele gestorben. Was soll man machen? Was soll man machen? Mhm.
Kann ich dich schon wieder einladen eigentlich, Magnus? Glaube noch nicht. Hallo, Andreas. Das linke Symbol da, diese Pfote, was ist das? Würde ich auch gerne mal rausfinden. Aber ich muss halt jetzt straight zum Food rennen, auch wenn hier wieder Gefahr ist, glaube ich. Uff. Ich weiß aber echt nicht, ob ich das so geil finde, dass man gar nicht wächst über Zeit. Ja. Ist halt schon hart undankbar, ne? Ja, ultra. Ach, das ist markiertes Food, diese Dinger, weil ich so low on Food bin. Das heißt, okay, das nächste Mal gehe ich einfach zu diesem Pfotensymbol. Dann finde ich auch die Büsche. Das ist ja gut. Gut zu wissen. Wen muss ich denn jetzt in diese Gruppe einladen? Lars ist, glaube ich, gestorben. Nee. Laura? Ich kann es, glaube ich, auch schon wieder einladen, wenn das geht. Magnus? Nee, geht nicht. Zum Fleischfresser genommen? Nee, jetzt geht's. Nee. Ja, Heaven Rider, lass uns gleich mal verschwinden hier von diesen großen Viechers. Obwohl, wir haben gleich die Mission geschafft. Ich glaube, die sind schon fleißig, die anderen Mates. Nein, da kommt was, oder? Okay, das ist Daniel. Alles entspannt. Geht's dir, Dani? Sehr gut, danke. Wie geht's dir? Das war sogar eine Quest, finde Nahrung. Geil. Ich glaube, der Last Dragon of War, der macht die ganze Zeit die Mission. Voll gut. Ich geh auch mal hin. Soll ich mal einen Wegstein finden und zu euch kommen? Ja, wir müssen halt dich einladen, ne? Wir müssen da hingehen. Ah. Könnten wir rein theoretisch machen. Aber da müssen wir, glaube ich, genau bei den fiesen Viechern vorbei. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Nein, ich will aber eh nicht. Das ist ein Gebiet weg, muss ich sagen. Das bringt uns ja gar nichts. Sollen wir hier weg, Leute? Was meint ihr? Hä? Was passiert denn da? Ich will halt nicht mit diesen Trollviechern da rumlaufen. Ich glaube, ich gehe hier unten links zu der anderen Mission, die ist ein bisschen safer. Hier so hin? Ja, komm. Okay, wir sind, glaube ich, am Arsch. Ja, wir sind am Arsch. Warum? Ja, weil das Krokodil kommt. Ja, das Krokodil war eigentlich dead. Ja, sobald es hungrig ist, ist es, glaube ich, nicht mehr nett. Oh Gott. Ist einfach zu viel Böses. Es ist Böses im Busch. Ist einfach nur hier weg. Ich weiß, dass die Blumen aussehen, das ist cool. Sind so weiße Dinger, glaube ich, ne? Ja. Wir werden verfolgt. Aber der hat Fressen dabei. Ich glaube, der wird dann keine Faxen machen. Nee, mit Fleisch können wir nicht hier anfangen, mein Junge. Darling hat mich zu einem Wegstein eingeladen. Wer ist das? Weiß ich nicht. Er will mich schon einladen, dann essen. Das ist voll gut. Voll der gute Plan. Voll die gute Taktik. Ich will echt weg hier von diesem Gewässer, wo so viele fiese Viecher sind. Wir haben halt da hinten noch eine Gruppenquest, die könnten wir machen. Ja, aber was bringt denn dann dieser Wachstumsboost, den wir haben die ganze Zeit? Der bringt ja nichts gefühlt, oder? Oder bringt er dann nur was, wenn wir Quests machen?
Muss ja eigentlich, ne? Das ist halt hart verwirrend. Wir kommen halt null voran, gefühlt. Ja. Also so gar nicht. Wenn man wenigstens über Zeit wachsen würde, so ein bisschen, wäre echt angenehm. Ja. Ach, wie lange streamen wir jetzt schon? Oder wie lange spielen wir? Krass, ey. Wir haben gerade mal so ein Fitzel von dem ersten Status, weißt du? Mhm. Schon hart undankbar. Ja. Das ging bei die Eile irgendwie schneller. Ja, weil du doch über Zeit gewachsen bist. Sollte ja halt auch sein. Das sind bestimmt auch immer so Standard-Quests und dann können einfach die Karnis die einfach abcampen, dass, wenn die ganzen kleinen ja, Dinos das machen. Stimmt. Aber zack, zack, zack. Würde ich halt auch so machen, wenn du es jemand kennst, ja, wo die Quests sind, einfach alles abcampen. Ist immer Nahrung, weil die immer wieder kommen müssen, um zu wachsen. Kannst du ja dann auch nicht verstecken. Nee, nee. Die Quest mache ich jetzt hier. Ich glaube, der See ist chillig. Gucken, was das ist. Das ist wahrscheinlich Liefergiftpilze. Wenn man ein bisschen weiter raus und könnte so einen größeren Überblick hätte, wäre es viel entspannter mit dem Suchen. Ja, ich finde, das geht aber. Die Kamera ist nicht so schlecht bei dem. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Ah ne, das ist Blumen für den Bienenstock, logischerweise. Hier sind ja so Bienen. Balkons. Okay, wir brauchen Blumen. Du hast gesagt, das sind die Weißen, ne? Ja. Dann sammeln wir gleich mal Blumen. Ihr seid noch bei den Seen da hinten aber, oder? Ja, ja. Ja. Aber jetzt bei dem anderen, wo nicht die ganzen Viecher sind, ne? Mhm. Da habe ich halt echt keinen Bock drauf. Nee. Du bist halt dann so ein wandelnder Snack und jederzeit, wenn sie Bock haben, können sie dich snacken. So, jetzt müssen wir gucken, wo Blumen wachsen. Blumies. Ich frage mich halt, ob das Wachsen auch so viel langsamer geht, dadurch, dass wir immer so eine große Gruppe sind. Könnte ich mir halt auch vorstellen, dass wir dadurch die XP ultra splitten. Weiß ich nicht. Meinst du nicht? Das muss man halt mal ausprobieren, dass wenn man nur zu zweit oder allein oder so ist, ob das dann schneller geht. Mhm. Gute Frage. Ich habe leider hier auch noch keine Blumen gefunden. So gar nicht. Kann ich mir schon vorstellen, schreibt Jess. Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil wir sind halt in den Streams auch nie vorangekommen. Aber wir waren halt auch immer eine große Gruppe, ne? Und ganz ehrlich, wenn man so Solo-Quests macht, die gehen halt deutlich schneller als diese Sammel-Quests, weil irgendwie... Blauen, meinst du? Ja, normalerweise müssten ja diese Sammel-Quests ultra schnell gehen, wenn jeder mitmacht. Aber ja, find mal was, ich find halt auch die Dinger. Ich laufe auch immer nutzlos durch die Gegend, wo ich suche. Die anderen suchen auch, also die sind jetzt auch nicht faul oder so, daran liegt es halt nicht. Findet nur keiner was. Leider kann man das nicht googeln, okay. Vielleicht weiß es ja irgendwer im Chat oder so, oder in, der mitspielt. Weil wir sind halt null vorangekommen, im ganzen Stream. Wir sind nur am Laufen. Ja, it's Running Simulator. Hier sind aber auch keine Blumen. Hat aber auch noch keiner Blumen gefunden, wo die alle suchen. Ist doch nicht. Du hast gesagt, die sehen so weiß aus immer noch, ne? Ja, auf so einer Wiese. Eigentlich sieht man die voll gut, fand ich. Okay.
Aber ich frage mich halt, ob die echt so weit weg sind von hier. Von dem Ort. Das wäre voll unlogisch. Man darf ja auch das Questgebiet nicht verlassen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Das klingt nach einem Plan, Jess. Ey, sind nirgendwo Blumen. Was ist das? Dritte Striche? Was meinst du? Ich habe schon einen ganzen Ast dazu beigetragen, zu den Gruppenquests. Ich fühle mich auch so nutzlos, ey. Glaub nicht. Aber ich bin halt wirklich die ganze Zeit am Suchen, also das liegt halt nicht daran, dass ich nichts mache. Ich finde nur nichts. Ich glaube, ich suche einfach an den falschen Orten oder so. Die kann man machen, nix, Liste? Verstehe ich nicht. Gerne, Justy, gerne. Vielleicht heute Abend? Hast du Bock? Junge, Junge, Junge. Es findet einfach niemand was. Die sind ja auch echt am Arsch der Welt. Du hast vorhin gesagt, die sind auf einer Wiese, ne? Ja. Ich geh mal hier hin. Hier ist so ein bisschen grün auf der Karte. Vielleicht hilft das ja. Hier ist das ja smart. Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst machen soll. Spielst du mal wieder Ark bestimmt irgendwann mal wieder, ja? Hab da immer so Phasen. Die neue Map würde ich mir tatsächlich gerne mal angucken. Aber momentan spiel ich so viele Games. Ach, du machst so eine Strichliste. Jetzt verstehe ich das erst. Okay. Sehr gut. Dann sage ich es jetzt nicht mehr. Guck mal, Gruppenquest fehlgeschlagen. Das kann doch auch schon wieder nicht sein. Jetzt bin ich schon wieder zu weit weg. Aber in dem Gebiet ist doch hier nichts. Wo ist der Sinn? Das hatte ich aber eben irgendwie auch hier, als ich gespawnt bin. Also stand Kieferzapfen sammelt, habe die ganze Zeit gesucht, nichts gefunden. Jetzt laufe ich weg nur für 1000 Stück. Ja, aber ist doch nicht Sinn der Sache, dass du außerhalb des Questbereichs läufst. Nee, macht doch nicht. Das macht doch keinen Sinn, dass dann die Quest fehlschlägt, aber im Gebiet, wo du es machen sollst, findest du nichts. Ich finde hier halt null Blumen. Ja, ne? Und die suchen ja wirklich alle gerade, also irgendwie Blumen ausverkauft. Bin ich mal gespannt am Ende des Streams, wie viele du hast. Also die Blumen musste ich eben sammeln, musste 50 Stück sammeln. 50? What? Ja, und die waren halt so viele da auf der einen Stelle. Hallo Jackie. Wiese. Ich habe jetzt auch schon 100 Kiefernzapfen gesammelt. Ja, das ist schlecht jetzt hier. Komm, wird's jetzt schon wieder Nacht. Und wir sind jetzt schon wieder seit gefühlt einer halben Stunde kein bisschen vorangekommen mit diesen Mini-Balken da unten. Ja. Ja, was willst du denn machen? Das ist halt einfach... Das System ist halt sehr undankbar. Du kriegst die Quest nicht hin, aber wächst halt nicht mehr über Zeit. Das ist halt, müssen die echt nochmal überarbeiten ein bisschen. Das ist halt nicht sehr, sehr schön für den Spieler. Ich glaube, das macht schon Spaß, wenn du weißt, wie die Quests gehen. Also wenn du so einen Ort hast, wo du genau weißt, wo die Sachen spawnen. Ich glaube, dann geht's ultra schnell und die immer wieder machen kannst. Aber sonst ist, glaube ich, schwierig.
Weil ich habe jetzt gerade echt schon keinen Bock mehr zu suchen, so langsam, bin ich ehrlich. Ja. Das nervt halt schon. Weil die Nacht macht es jetzt auch nicht besser. Wir haben halt wirklich null Blumen bis jetzt. Meinst du, es liegt einfach an dem Ort, dass der scheiße ist? Weiß ich nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich bin jetzt wirklich die ganze Zeit rumgelaufen, hab gesucht. Ich habe nicht eine Blume gesehen. Nur unten bei den Karnis sind Blumen. Und Ginger geht auch. Okay. Okay, das ist gut zu wissen mit Ginger. Aber zu den Karnis will ich eigentlich nicht hin. Ginger hatte ich vorhin schon gesehen. Hab dich in meine Wohnhöhle eingeladen. Geht das? Weiß ich nicht. Mach mal. Probier mal. Okay. Ups. Hat sich jetzt hier erledigt. Ich bin vielleicht die Klippe runtergerutscht. Scheiße. Stark, stark, stark. Ja, was spielst du denn jetzt gerade? Diesen Styrer, irgendwas, den schnellen. Den wir aber schon hatten irgendwann, glaube ich. Dann spiele ich jetzt Amaga. Den habe ich nämlich noch. Das wäre wenigstens ein bisschen vorgeschritten schon, was Wachstum angeht. Ja, auch nicht viel, aber mein. Was ein Mist! Okay, Heaven Rider hat mich in die Gruppe eingeladen, das ist gut. Kannst du Magnus auch einladen, Heaven Rider? Guck mal, die sammeln wirklich gerade Giftpilze, die Leute. Das ist doch schön. Das war wirklich keine Absicht. Magnus hat mich verwirrt mit seiner Homequest, der ist schon. Jo. Du hast mich umgebracht, Magnus, du Sau. Oder hinten ist irgendein anderer Saurier. War es bei dir oder so? Geh da mal hin. Ich weiß halt nicht, was dieses Interagieren mit deiner Wohnhöhle ist, ne? Nee, ich habe auch keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, dass du da einfach einmal ein Deko-Objekt kaufst, platzierst oder so. Das ist ja eigentlich schon Interagieren. Mhm. Macht halt keinen Sinn irgendwie. Guck mal, das ist jetzt schon dankbarer hier, wo ich bin. Kann ich wenigstens eine Quest machen, womit ich vorankomme. Ich bin mal gespannt, wie viel ich jetzt kriege durch die Quest. Also, was für eine so machst du? Viel. Ich habe einfach so eine auf dem Weg schnell gemacht in Richtung zu euch. Sammelseetang war das. Hm. Aber es hat mir 220 von diesen Coins gebracht. Gar nicht so schlecht. Sehr dunkel, ja, was soll ich machen? Was meinst du, Daniel? Jetzt eine Gruppe oder sowas? Also Daniel Hühn, was meinst du? Wir sind, also wenn du bei von Heaven Rider eingeladen wurdest, dann ja. Aber ich glaube mittlerweile ist Last Dragon of War der Leader, kann das sein, in der Gruppe? Aber wir sind aber in der Gruppe alle, oder? Das kannst du ja auch nachgucken. Wenn ich auf Soziales gehe, nee, ist nur Last Dragon of War bei mir. Oh ja? Ist Heaven Rider gestorben? Hey, siehst du mich? In der Gruppe? Ja. Ja. Laura, Last Dragon, Heaven Rider, was passiert?
Jetzt sehe ich dich. Ich mal eingeladen wieder. Du bist wahrscheinlich gestorben, oder? Ich bin von der Klippe gefallen. Sehr gut. Okay, passiert. Jetzt sehe ich aber Last Dragon of War auch nicht mehr. Ist jetzt auch gestorben? Ist. Ja, vielleicht. Ich sehe nur dich gerade. Siehst mich gerade? Ja. Stream funktioniert nur mit Verspätung. So viel Delay sollte da eigentlich nicht sein. Ja. Nö, eigentlich ganz normal eingestellt. Muss man F5 drücken am besten. Ich sehe aber gerade gar keinen mehr aus der Gruppe. Ja, dich sehe ich. Siehst du mich auch nicht? Nee. Warte mal, wie verlasse ich denn die Gruppe? Geht das? Ja. Kann man, ja. Wenn du auf Soziales gehst, Gruppe. Und dann unten rechts Gruppe verlassen. Vielleicht sollten wir mal eine neue aufmachen. Ah, ja, deswegen, das wollte ich gerade machen. Ja, ich mache auch mal eine neue auf. Lad du mich mal ein. Ja, okay. So, Magnus. Annehmen. Hafenrider. Sammle Seetang. Ja, die kannst du schnell machen, die Mission. Die Last Dragon kann ich irgendwie nicht einladen. Laura schon. Wer ist noch dabei? Peter Soni, bist du noch am Start? Ja. So, wer war gerade noch in der Gruppe? Weißt du es noch? Last Dragon. Ja, den kann ich irgendwie nicht einladen. Ist echt so gut wie gar nicht verzögert. Okay, ja, dann F5 einfach mal drücken. Ja, ich bin leider von der Klippe gefallen. Aber ich hatte eh keine Lust mehr auf den Dino, bin ich ehrlich. Weil wir sind halt null vorangekommen und das war echt ein bisschen frustrierend. Leider. Ich sprinte gerade zu einem Wegstein. Dann können wir uns eigentlich alle da einladen. Ja, der hat leider auch mal Cooldown. Du kannst nicht alle einladen. Du kannst eine Person einladen und dann ist Feierabend. Dann lade ich dich ein. Okay. Ich habe Blumen gefunden. Jetzt oder was? Ging uns auch nichts mehr. Ey, ich finde das halt echt frustrierend, dass wenn du so rumläufst zu Sachen, dass du keinen Fortschritt dadurch kriegst. Ich weiß nicht, irgendwie. Das war dann cool, dass du so einen Boost kriegst durch die Quests, aber du hast dann immer nur dieses kurze Glücksgefühl und dann gar nicht mehr. Dann ist es einfach nur frustrierend. Was bringt denn dieser Boost mit der Zeit da, bei dieser blaue, wenn man eine Quest erledigt hat? Ja, das verstehe ich halt auch nicht, was diese Boosts sollen. Weil der ist ja auf Zeit so, weil so. Ja, ja. Jetzt hätte man dann so einen XP-Boost. Kannst du mich wieder einladen? Ja, Leute, ich weiß halt nicht, wie er in-game heißt, ne? Ist halt immer schwer. Muss ich ihm dazu schreiben. Ich kenne leider auch nicht alles auswendig. Was? Noch mal Last Dragon? Noch nicht? Guck mal, ob du so heißt. Mega. Nee. Ja, das ist auch frustrierend. Also du musst mal überlegen, wird das dieser Balken hier ist ja nicht mal das vollständige Wachstum. Wenn das hier ist, dann haben wir erst das erreicht, Jugendlicher. Das ist halt schon irgendwie. Hey, wir machen doch irgendwas falsch, oder Magnus? Ich weiß es nicht. Ist mal ehrlich. Kann nicht sein. Guck mal, wir haben jetzt aber auch schon wieder Räume Seetang hier. Aber triff dich mit Gruppenmitgliedern beim Graslandkrater. Ja, das kriegen wir gleich hin. Ja, da gehe ich jetzt auch hin. Sollen wir uns da alle treffen? Ja. Das ist wahrscheinlich bei mir, weil ich der Leader bin. Nee. Ich konnte dich gerade nicht einladen, Last Dragon. Geht nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Hä, aber verbleibende Zeit, wie sollen wir denn alle so schnell dahin kommen? Ah ne, die verbleibende Zeit ist nur für mich persönlich, okay. Das ist die von diesem roten Quest, meinst du? Nee, so eine blaue ist es bei mir tatsächlich. Ach so.
das da unten sind Blumen, die weißen Dinger. Bin mir aber auch nicht sicher. Ich rutsche hier gleich wieder die Klippe runter. Ah. So, Gruppe. Kann ich auch nicht einladen, Peter, so Neil. Weiß nicht, woran das liegt. Last Dragon of War auch noch nicht. Keine Ahnung. Deshalb ist die Isle besser, da dauert das nicht so lang. Okay. Ja, wir wollten eigentlich auch erst die Isle spielen, aber das Update ist noch nicht raus, das neue Update 5. Was wollen wir da machen, wenn es soweit ist? Ja. Das müsste jetzt aber bald kommen. Mit Nesting und allem und Nachtsicht. Geil, da sehe ich uns. Gruppenquest Hallo. Fehlgeschlagen. Ich denke mal, beim Grasland gerade würden wir auch den Seetang finden. Ja, hab ich auch. Geh weg. Wenn du nach mir schlägst, hau ab. So, ich habe das Graslandkrater erreicht. Jetzt müsst ihr auch noch herkommen. Peter Sonnel geht immer noch nicht. Last Dragon of War auch nicht. Ich weiß nicht, was da los ist, Leute. Ich glaube, wir müssen mal vom Server runter und wieder rauf oder so. Ich wüsste nicht, woran es sonst liegt. Gruppe ist auch nicht voll oder so. Wo musst du am besten die Glocke aktivieren, The Epic? Dann solltest du das mitkriegen. Also ist auf jeden Fall geplant, sobald Update 5 kommt, dass wir es mal wieder spielen. Jetzt muss das Team halt nur herkommen, dann können wir hier ein paar Quests machen. Der Ort ist auf jeden Fall chilliger. Oh. Ich sag noch, der Ort ist chilliger und jetzt sowas. Ich bin tot. Ja, ich auch gleich, glaube ich. Wird gefressen. Oh oh. Geil. Leute, gebt keinen Bucks von euch. Ich hab Spaß. Nee, Alter, warum ist da oben jetzt so ein Vieh? Ja, es ist halt voll schwer zu wachsen, ne? Ab auf die Isle nochmal. Jetzt? Nee. Bin jetzt wieder irgendwo im Nirgendwo. Der sammelt meine Blumen! Du bist doch schon groß! Du Arsch! Der snackt mir alle Blumen weg. Jetzt hat er auch noch die gleiche Quest wie ich. Hä, das ist halt voll undankbar, dass du als Kleiner die ganze Zeit unterwegs sein musst. Du kannst dich halt null verstecken. Weil du sonst nicht wächst. Warum ist der denn jetzt hier an meine Blumen snacken? Ach man. Jetzt geht's. Ja, aber wie spielt man denn dann Path of Titans? Wächst man dann nachts, wenn niemand auf dem Server ist? Oder wie macht man das? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ultra schwer. Weil wenn ich jetzt rausgehe und sammle und meine Quest machen will, damit ich wachse, werde ich ja getötet. Ja. Oder was soll ich jetzt machen? Oder wir gehen auf so, dort ist doch irgendwo ein Server, wo man doppelt so schnell irgendwie wächst, oder? 2,5 mal so schnell, wollen wir das mal machen? Ja. Weil das ist ja richtig Cancer hier. Okay, Leute, wir swappen nochmal, das ist ja schlimm. Das geht ja gar nicht. Komm halt null voran, also das ist wirklich schlimm.
Bin tot. Ja, wir gehen jetzt auf den Community-Server. Es gab da einen, da ging es schneller. Da, der hier. Veluzis Realm heißt der. Der hat aber auch Mods, ne? Aber ist egal. Ist egal. Aber so, wir wachsen jetzt schnell, ne? Ja. Ja, war irgendwie ganz schön doof alles, ne? Irgendwie, ja. Fühlt sich gerade echt nicht gut an. So, ich bin noch kurz auf Toilette. Bist du schon drauf im Server? Nee, noch nicht. Bin gleich wieder da. Wie hieß der? Der Server waren das, Leute. Ich hab nicht aufgepasst. Velux. Ah, okay, perfekt, dankeschön. Hafenwörter, bist du eigentlich? Ich hab dich doch da eingeladen zu dem Wegpoint. Bist du da hingekommen? Weil ich hab dich eingeladen und in dem Moment wurde ich gesnackt. Okay. Ah, hier sind die Regeln. Nur Quest Gardening. Guck mal, das machen nämlich Leute schon. Dass die Quests einfach da chillen, ne? Du bist auch muted, Daniel. Ah, Entschuldigung. Kein Problem. So. Was spielen wir? Ich bin noch nicht drauf, aber. Klick mal durch. Zieh uns mal bei was großen Fleischfressermäßigen. Ja. Giga? Albert ist eigentlich schon cool. Ich sehe uns beim Giga. Das ist was richtig Fettes. Oh ja, yeah, da sehe ich uns. Aber sowas von. Siehst du uns beim Giga? Ich sehe uns beim Giga, ja. Erstellen. Oha! Okay, endlich was Großes. Alles klar. Das ist einfach Mini. Bei dir gibt's keinen Giga. Oha, warum? Okay, ich sehe uns nicht beim Giga. Nicht? Der ist fucking langsam. Raus da. Ja, aber lass Alberto machen. Okay. Wie gab's die überhaupt? Ich weiß es nicht. Nee, gibt's nicht. Allo könnten wir machen. Allo oder... Ach doch, scheiße, gibt's auch diese komischen Drachen wieder. Können auch Sarko spielen. Sind halt im Wasser, aber ich weiß nicht, wie es mit Quest cool aus. Ja, aber ich glaube, die Mod-Dinger sind echt immer langsam, kann das sein? Nee. Karodonto ist auch geil. Ja, ne, der sieht auch cool aus. Mhm. Kano muss doch eigentlich schnell sein. Sollen wir Kano mal nehmen? Der ist doch normal auch hier drin, ne? Nee, das ist kein. Das ist ein Mod-Dino. Kano ist ein Mod-Dino. Ja, ich spiel mal dann Kano. Mal gucken, ob der schnell ist. Ich mach plus Speed auch noch. Ja, ich auch. Laufen ist ja auch irgendwie das Wichtigste, weil du nur durch Quest wächst. Ja. Oha, wie klein der ist. What? Ist das schnell? Kano ist langsam. Uta, please. Das geht doch. Der ist überhaupt nicht langsam. Der ist schnell. Ja, dann auf geht's. Ja. Alter, ist mega schnell. What? Wo soll der denn langsam sein? New. Willst du mich ein? Speeden. Ja, ja. Sorry. Ich hab grad enjoyed.
Sollen wir erstmal jetzt zu zweit versuchen? Wir können die ja, ja später einladen, wenn die ein bisschen größer sind. Also Magnus und ich werden jetzt erstmal zu zweit in der Gruppe bleiben, in der Hoffnung, dass es dann schneller geht von dem Wachsen. Machen wir direkt die Team-Mission? Ja, würde ich sagen, oder? Dann treffen wir uns nämlich auch automatisch. Ja. Okay, dann lass mal zum Dreihorngras. Junge. Ja, wir können ja die ganze Zeit Team-Missions jetzt spammen, bis wir groß sind. Ich bin mal gespannt. Der ist mega schnell, ja, oder? Auch, ja, ja, hast du auch bei dem von dem Blauen. Finde den Ort der Bogen. Nee. Ja, wir treffen uns beim Dreihorngras und dann können wir die andere machen. Du bist schon da, oder? Nee. Sicher? Ich weiß nicht. Also ich laufe gerade hin, ich weiß nicht, weil ich nur weg bin. Okay. Der wird halt immer schneller, je länger man sprintet irgendwie, ne? Ja, ich finde ihn voll geil gerade. Der geht richtig ab. Ausdauer. Also ihr könnt auch schon mal wachsen, ihr könnt ja später dann noch beitreten in die Gruppe. Ich weiß eh nicht, wie das mit Fleischfressern ist. Aber wir wollen halt jetzt erstmal versuchen, ob wir schneller wachsen, wenn wir nur zu zweit sind. Alter, wie viele Klippen sind denn hier? Ich werde hier sterben mit dem Speed und den Klippen. Was ist das hier? Ich werde nicht zu dir kommen, lebend. Alter, das ist richtig speedy. Genauso habe ich mir den Kanu vorgestellt. Hohe Laufgeschwindigkeit ist aber auch immer so das Geilste mit, ne, bei solchen Spielen. Ja. Hier ist auch Fressen direkt für uns. Hey, ich habe irgendeine Mission. Jagd auf Kleintiere. Töte 3 Platysyntrix. Ja, Platysyntrix oder wie die heißen. Ich bin hier bei diesem Bau und soll stören, aber irgendwie passiert hier nichts. Du musst da buddeln, aber du sollst, musst eigentlich erstmal zur Dings kommen. Ah, jetzt. Also du musst halt zu dem Ort hier kommen, was grün ist, ne? Dann können wir halt zusammen Seetang und so machen. Ja. Ich hab die Mission aber auch mit den Kleintieren. Aber ich glaube, Gruppenquest ist halt geiler, so zu zweit das zu machen, als wenn jeder so sein eigenes Ding macht. Das ist jetzt aber auch mal. In der Zeit, bis du hier bist. Aber ich habe auch Bock auf Pfannkuchen. Wie machen wir heute alle Pfannkuchen? Machen wir auch gleich Pfannkuchen. Bist du schon da? Ich habe sogar Blaubeeren, geil. Ich bin an dem Ort, ja. Ich komm, wie weit bin ich da weg? Siehst du das auf der Karte? Nee. Nee. Du müsstest das auch sehen, wie weit grün, dein grüner Punkt weg ist für die Mission. Oder nicht? Ach du Scheiße. Alter, ist ja übel schwer, die zu fangen. Ich bin so weit weg, ne? Ja, das hittet halt auch gar nicht, oder? Nee. Ich glaube, ich töte mich sogar nochmal. Ich hab ihn. Wie viel Leben habe ich? Ich bin gerade eine 30 Meter Klippe runtergesprungen. Nichts gebrochen. Aber das ist auch falsch hier mit den Kleintieren. Ich habe den doch gerade getötet. Das wurde nicht abgeparkt da oben rechts. Der Quest fehlgeschlagen. Warum? Weil ich gestorben bin. Oh nein. Doch. Ärgerlich, bist du runtergefallen? Eine Klippe, ja. Ah, shit. Aber lad mich nochmal ein und dann machen wir einfach Wegstein. Ist doch einfacher dann. Können wir machen, ja. Je nachdem, wer näher bei der Quest ist, dann... Jetzt kannst du mich einladen. Ja, ich bin wahrscheinlich bei der Quest, weil ich glaube, Gruppenleader hat immer die Quest, weißt du? Liefere 12 Giftpilze. Ich kann auch schon mal die Pilze machen, oder? Ja. Ja, oder du guckst mal, wo ein Wegstein bei dir in der Nähe ist, weil ich bin wieder ganz im Norden. Ist halt sehr weit weg. Bist ganz im Norden? Ich bin komplett am Randende im Norden. Ja, dann laufe ich zum Wegstein. Ja, ich auch sagen. Oder hast du einen Wegstein bei dir in der Nähe? Ich habe keinen Wegstein bei mir in der Nähe, nee. Ich nehme mich auch absolut nicht. Ultra weit weg. Soll ich mich nochmal umbringen? Ja, mach mal. Vielleicht spawnst du dann bei einem Wegstein. Obwohl, soll ich erst. Nee, das bringe ich auch nicht, die Quest jetzt zu machen. Nee. Bring mich kurz um. Hallo, Joko. Ach, jetzt habe ich was gebrochen, aber steht noch. Super. Moin, Zuchuk. Was geht ab? Wann kommt endlich das Update von The Isle raus? Wir wollten eigentlich heute The Isle spielen, aber das ist noch gar nicht draußen, das Update. Update 5.
Kano gefällt mir, der ist chillig. Ja. Kommendes Wochenende, schreibt Suchuk. Warten alle drauf, okay. Sehr schön. Ist auch ein geiles Update mit Nesting und so. Das macht halt das Spiel wieder spielenswert. Kommen dann auch neue Dinos? Weil The Isle hat noch sehr wenige Dinos, oder? Im Spiel. Und wo bist du jetzt? Sekunde, ich joine gerade wieder. Keine neuen Dinos, Orset. Wieder am gleichen Platz gespawnt. Echt jetzt? Bist du, hey, so verarsche. Machen wir vielleicht einen neuen Charakter. Erstmal abwarten, Leute, ob das wirklich dann rauskommt. Denn die Isle-Entwickler glaube ich nicht mehr so viel. Woodsox, wir sind, warte. Veluzis Realm. Zweieinhalb Mal Grow, damit wir schneller wachsen. Ich bin gerade als Kano. Also dieser Wachstumsprozess, ey, das ist echt. Uff. Wie weit bist du schon gewachsen? Ja, gar nicht. Achso, ja, ich habe noch keine Quest gemacht. Ich glaube, man spawnt immer am gleichen Punkt. Echt jetzt? Ja, ich muss mir einen neuen Charakter halt dies machen, ne? Ja, sonst lass doch einladen und dann treffen wir uns halt an dem Ort, wo wir uns treffen sollen. Oder willst du dir einen neuen Charakter machen? Ich mache erst einen neuen und dann. Okay. Probieren wir's. Ja, wäre halt geil, wenn wir an irgendeinem Wegstein oder so sind, zumindest, ne? Ja, ja. Deswegen. Ich bin hier wirklich im Nichts oben. Es zählt halt nicht, die zu töten. Das sind, glaube ich, die falschen. Die da aus dem Burrow kommen. Aber was bringt mir das denn dann? Wenn immer diese Hunde oder was das da sind rauskommen, dann kann ich die Quest auch nicht machen. Aber warum ist denn das Ding hier markiert? Seltsam. Grow in POT ist nicht gut umgesetzt. Nee, das fühlt sich auch absolut nicht gut an. Hallo, Rock. Okay, ich bin ein bisschen näher an dem Stein. Da laufe ich jetzt erstmal hin, okay? Ja, mach das. Deswegen sind wir auch schon auf so einen Server gegangen, wo der Grow schneller geht, weil das ist echt frustrierend. Wir sind jetzt schon Ewigkeiten damit beschäftigt, überall zum Jungtier zu werden. Und das Problem ist, wenn du auf einem vollen Server bist, dann musst du da die ganze Zeit Quests machen und da laufen natürlich auch die Fleischfresser rum, weil die auch noch mit Quests machen. Und dann wirst du halt gesnackt. Also man kann, glaube ich, echt nur groan, wenn der Server leer ist, nachts oder so. Indem du Quests spammst. Das ist, glaube ich, der einzige Weg. Aber das ist doch auch scheiße. Scheiße. Auch nicht Sinn der Sache. Kann ich auch die Altspiele mich AFK im Busch legen, mich berühre. Ich kann auch zu einem Wegstein jetzt gleich gehen, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Wie weit bist du weg von allem? Ja, auch schon ein Stück, aber ich glaube eh in die Richtung. Ja, da lauf halt Richtung Norden, ne? Ja, wir laufen beide, wer erster da ist und dann. Okay. Läuft aber schon witzig irgendwie. Deswegen haben wir Passive Grow aktiviert. Haben leider nicht so viel aktiviert. Ja, das fehlt auch. Also das ist wichtig, meiner Meinung nach. Du hast halt nie eine Belohnung dafür, dass du hier rumläufst und was suchst oder so. Irgendwie ganz, ganz komisch gemacht. Weil jetzt passiert einfach nichts. Ich laufe jetzt hier rum und versuche, irgendwas zu erledigen und in der Zeit kriege ich halt gar keinen Reward. Das fühlt sich halt nicht gut an. Aber der Kano ist cool. Der ist schön schnell. Der Kano ist schön schnell, ja. Ja. Magnus, du geile Sau. Der ist echt so Bluesuche, ist echt so.
Tatsächlich hätte ich auch mal wieder Bock auf The Eye Legacy. Ja. Das ist eh noch so das Favorite-Spiel, was diese Dino-Spiele angeht. Diese Art für mich. Finde ich auch geiler als Ivrima. Bis jetzt, ja. Ja. Okay, Ivrima ist halt noch zu unfertig, ne? Es gibt halt zu wenig Dinos und zu wenig alles. Aber POT fehlen halt auch noch die wichtigsten Funktionen, dass du es richtig spielen kannst. Du bist jetzt beim Stein? Ja, das ist irgendwie in der Höhle. Warte, ich will erstmal irgendwie reinkommen. So. Ja, lad mich mal erstmal ein, dann kann ich gleich safe loggen. Dann komme ich zu dir. Muss ich jetzt schon einladen? Ja klar, warum nicht? Ja, Wir wollen doch eh Gruppenquests machen, oder nicht? Ja, deswegen. Ist doch dumm, wenn jeder jetzt seine eigenen Quests macht. Habe ich dich eingeladen? Nee, ne? Nee. Jetzt aber, oder? Ja, ich glaube, Nesting wird auch sehr viel dazu beitragen, dass das wieder mehr gespielt wird. Dann hat es auch irgendwo einen Sinn, wenn du ausgewachsen bist, dann kannst du wenigstens noch was machen, ne? Ist halt auch so ein bisschen das Problem gewesen. Die Eye Legacy auf Azura, beste. Ja, mit Blue Suche geht das, glaube ich, nicht. Der ist da gebannt. Suche ist irgendwie überall gebannt. Alle Server. Benutzen. Ja, ich mach grad Safe Block. Ich habe gerade schon Einladung bekommen. Chill, jetzt hab ich Junge. Zum Stein eingeladen habe ich dich jetzt. Hast du das vorher nicht gemacht? Nee, vorher habe ich dich zum Gruppeneinladung eingeladen. Oh nein, da muss ich nochmal, glaube ich. Mach nochmal. Wegstein-Einladung. Warte. Dann hast du mich gerade gebaitet, Alter. Ich habe schon fast die Minute abgewartet gehabt. Du Sau. So. Muss ich im Safe loggen. Hallo BDLW. Kein Problem. Alles easy. Wir müssen uns beim Softsand treffen. Ist das weit weg von uns beiden? Kannst du das sehen? Nee, ist bei mir, weil ich der Leader bin. Du der Leader bist. Um die Ecke quasi. Ja, soll ich jetzt lieber loggen, ausloggen oder soll ich hinlaufen? Nein, komm her. Es ist direkt. Nein, komm her. Durch den Stein. Achso, durch den Stein, ja, aber dann ist die Quest weg, wenn ich auslogge. Ja, da können wir auch eben hinlaufen, ohne Scheiß. Wo bist du denn? Ja, so weit bin ich auch nicht mehr weg. Doch. Sicher? Ja. Okay, dann machen wir es durch den Stein. Und dann können wir immer noch uns Quest suchen. Ja. Deswegen meine ich eigentlich erst, dass du durch den Stein kommen sollst und dich dann in die Gruppe einladen soll. Ach so, ja, musst du eh danach neu. 20 Minuten wird der Server neu. Oh nee, Junge, was ist denn heute los? Egal, in 20 Minuten machen wir noch Easy Grow. Wir hasseln gleich richtig durch die Mission. Ja. Da sehe ich uns. Wie lange brauchst du noch? 25 Sekunden, Safe Lock. Okay. Aber die Mission ist halt gleich weg, ne? Weil ich halt rausgehe. Ja, es macht nix. Ist auch irgendwie komisch. Ach gut, es macht schon Sinn mit dem Safe Lock, sonst könnte man ja Leute retten, wenn die gerade verfolgt werden. Wenn du die auf einmal hinteleportierst. Daniel hat Bock, ja, wir haben heute nur keinen Fortschritt irgendwie. Wir sind halt immer am Quests machen, suchen ewig und dann kommt Fleischfresser, snacken irgendwelche Teammates weg. Und du hast halt nie Passive Grow. Du bist halt die ganze Zeit nix passiert. Nix. Nix. Hi, ne? Hello. Einmal inviten. Geht auch mit dem Ruf irgendwie, ne? Ja. Sehr schön. So, jetzt müssen wir eigentlich gucken, was stelle den Wegstand am Nordwesten. Leuchtpilze ablieferst. Das ist aber eine Mission für mich nur, ne? Ja, wir haben noch keine Gruppenmission, ne? Ja, die brauchen wir eigentlich. Hast du Töte Palesosanvia? Ja, aber die hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe vorhin schon mehrere getötet. Also ich an diesen Baudingern dann, weißt du, da buddelst du, dann kommen die raus. Und dann ist irgendwie nichts passiert. Lass uns mal in ein Gebiet laufen, wo wir dann auch Gruppenquests kriegen. Wieder runter zum See oder See, unten links, diesen größeren. Weil ich will, in die Mitte will ich eigentlich nicht. Ja. Oder über uns, rechts, direkt neben uns, ist auch ein See. Den kleinen da? Ja, lass da ja. Ja, guck mal. Also direkt hinter dem Ding hier quasi. Wir müssen halt in ein anderes Gebiet, ne? Aber wo lässt du denn jetzt hin? Ich glaube oben drüber hier. Hä? Ich bin der Blaue, ne? Auf der Karte? Ja. Okay, wir laufen Richtung Norden. Oh, was jetzt?
Stelle den Wegstein am Nordwesten Wegsteins wieder her, indem du 4 Leuchtpilze. Ach, das ist meine eigene, in der Region. Die habe ich aber auch. Ja? Ja, aber ich. Keine Ahnung. Lass mal zum Stein gehen, zum Wegstein wieder. Ja. Ja, wir können auch gucken, ob wir Suchen noch einladen können, aber ich glaube, der hat Cooldown-Suchen. Nee, bitte, es liegt nicht an dir. Ne? Ich glaube, jetzt läuft es besser als davor. Mal gucken. Es geht automatisch hoch, die Prozente. Warum? Aber die Frage ist, will ich hier jetzt warten? Weil ich will eigentlich Gruppenquests mit dir machen. Wenn wir in dem Gebiet bleiben, kriegen wir, glaube ich, keine. Ja, der hat leider Cooldown. Abfahrt, oder? Ja. Ich würde sagen, wir gehen aber eher runter zu dem See, der ist größer. Unten okay. Links. Ab also dafür. Hier so runter jetzt, ne? Mhm. Da kriegen wir bestimmt dann auch Gruppenquests, wenn wir bei dem See sind. New. Das ist aber das Geile, dass sich der Kanu gut anfühlt. Das macht Spaß. Ich frag mich ja, wie schnell der ist, wenn der groß ist. Der ist ja noch schneller. Ja, das ist jetzt aber der richtige Barry-Busch, den ich kenne. Ja, aber eben war ich auch in dem Gebäude, den wir im Gruppenquest bekommen. In dem Gebiet, meinst du? Ja, bei dem aber da war ich der Leader. Und deswegen haben wir, glaube ich, durch meine Location... Achso. Nee. Stimmt, wir hatten ja die Gruppenquest mit Treffen da, aber Treffen ist, glaube ich, nochmal was anderes. Wir brauchen halt solche Sammelquests. Und die kommen dann, glaube ich, auch immer und immer wieder, wenn du da im richtigen Gebiet bist. Und dann kannst du halt vielleicht mal ein bisschen growen. New. Wir sterben gleich safe. So wie wir hier flitzen, gleich dead. Graslandsee betreten. Ja, das ist aber schon gut, wenn wir ein anderes Gebiet haben. Dann kriegen wir gleich bestimmt was. Ich habe hier auch nochmal so ein Dings-Symbol vor uns, das blaue, aber es war halt vorhin auch shit. Ich auch, lass mal zu zweit probieren. Ja, du kannst gerne versuchen. Also ich habe schon 2 von den Viechern erlegt, es hat nichts gebracht. Vielleicht funktioniert es ja bei dir. Vielleicht bist du ja ein Noob. Das kann sein. Das ist absolut möglich. Bei mir kann ich nicht mal buddeln. Wahrscheinlich, weil du gerade schon buddelst oder so. Wie lange muss ich das machen? Dauert ein bisschen, bis hier rauskommt. Da ist er. Was ist das denn? Eine Echse. Und das könnte das aber sein, oder? Nee, das ist auch was Falsches. Jetzt ist bei mir einfach das falsche Tier rausgekommen. 1 von 3. Okay, dann hat's gezählt. War bei mir das wahrscheinlich einfach das falsche Tier, was rausgekommen ist. Jetzt kann ich widerstehen, dann kommt noch eins raus. Nee, der ist jetzt Cooldown. Du müsstest jetzt woanders hinrennen. Ist halt voll die undankbare Mission tatsächlich. Was? Ja. Nicht so geil. Geil, lass weiter zu unserem Ziel. Ja. Ist kurz mich voll. Mhm. Ja, ist mit der Ausdauer ist tatsächlich gar kein Problem bei Path of Titans. Das ist ganz angenehm. Das geht so schnell aufzuladen und die hält echt lange. Hier ist schon wieder so ein Bau. Wieder der Stürmer. Kannst du doch lieber machen, du hast ja schon einen. Ja. Ich kann ja mal gucken, was rauskommt. Du kannst den ja legen dann, wenn es das Richtige ist. Also wenn es nicht diese Dings ist anscheinend, dann bringt das nichts. Du hast aber auch diese Paleo-Saniva, oder? Ja. Okay. Buddel mal. Junge, diese Arme, wie die abstehen. Ja. Hol den dir. Weil bei mir sind vorhin so komische Hunde oder so rausgekommen da. Hat's geklappt? Ja. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir aber mal eine Gruppenquest. Ja, ich glaube nicht, dass die kommen. Ja, aber das kann doch nicht sein.
Die haben irgendwas. Vorhin, als wir voneinander entfernt waren, kommen die und jetzt nicht, oder was? Wo wir wirklich als Gruppe rumlaufen. Das kann nicht sein. Kannst du bei Quest irgendwie was aktualisieren oder so? Warte mal, ich muss mal hier was. Ja, ich guck mal. Quest? Ja, wie scheiße ist das denn? Das ist ja voll frustrierend. Wir laufen jetzt rum und kriegen nichts. Ja, wir laden dich mal mit ein, Sucho. Vielleicht kriegen wir dann was. Wenn Sucho weiter weg ist. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Aber richtig. Was ist das denn? Du musst ihn mit einnehmen, ne? Soll ich da annehmen? Ja, ja, du Sucho. Also ich habe ihn eingeladen und du musst bestätigen. So, kriegen wir jetzt eine Quest? Ich glaube, wir müssen uns halt nächstes Mal echt so einen Passive Grow Server suchen, wenn es das wirklich gibt. Das ist ja komplett shit hier. Jetzt ist hier ein anderes Tier rausgekommen, scheiße. Ja, das ist halt das Problem. Das hatte ich vorhin die ganze Zeit. Ja, aber ist doch auch shit, dass wir jetzt nicht zusammen questen können. Wofür treffen wir uns dann? Dann kann man ja lieber alleine growen, weißt du? Komplett alleine. Ja. Was ist der Sinn? Verstehe ich irgendwie auch nicht. Aber wie kriegen wir denn Gruppenquest? Hi, Fabian. Ja komm, ich lade mal einfach alle ein. Klingt ja auch nichts, sonst. Wie kriegen wir dann wenigstens Quest? Ich sehe dich nicht in der Spielerliste. Ah ne, Gamerboy heißt nur. Ups. Ah, ist wieder das falsche Tier, brauche ich gar nicht hinterher. Also brauchen wir wirklich diesen Lurch Echsen. Oder was das ist? Echsen, genau. Kann ich dich auch schon einladen? Ah, ich drücke mal auf Charakter. Laura. Ja, Laura ist auch schon am Start. Aber wir kriegen halt keine Quest, ne? Wir kriegen keine Quest. Und dadurch, dass wir die Quest nicht kriegen, können wir nicht in Team grown. Richtig. Und gleich startet der Server neu. Richtig. Gutes System, Path of Titans. Macht echt Spaß. Wo rennst du gerade hin? Wenn du mir den See, ich habe so eine Seetang-Mission. Hast du schon Seetang gefunden? Nö, noch nicht. Hast du die auch? Ja. Dann verrate ich nicht, wo der ist. Nicht? Das nächste Mal ja mein Seetang weg. Weißt du, wo er ist? Ja klar. Wieso? Weil ich Profi bin. Ich bin schon gleich hier am Sammeln. Hier vorne bei dem hohen Gras ist ja. Am Wasser. Ich glaub, 15 Stück brauchen wir. Ich glaube, hier ist auch genug für uns beide. Ich bin halt noch 0,0 gewachsen, ne? Ja gut. Man muss halt echt viel hier machen an Quests. Hier musst du gucken. Hier muss ich gucken, wo denn? Ja, wir kriegen halt auch einfach leider nicht andere Missionen gefühlt. Oh, hier wird sie da. Hier. Am Wasser hier. Ja. Wo ich jetzt bin. Ich muss alle mit Kuh einsammeln. Hast du gefunden? Ja. Hast du das Geräusch gemacht? Nee. Keine Ausdauer, das ist ein Krokodil. Ach, nee, ist Laura. Ach, Laura, okay. Ich dachte gerade, jetzt wäre hier so ein Krokodil. Wie viel Seetang hast du schon? Also das Quest-System an sich finde ich nicht schlecht. Ich finde es halt nur blöd, dass man so nicht wächst. Das heißt, wenn du dann lange Pech hast mit Quest, hast du einfach gar keinen Fortschritt und das frustriert halt. Das Wachsen dauert halt ewig. Wir haben es noch nie geschafft, irgendwie was groß zu ziehen. In 3 Streams haben wir es nicht einmal geschafft, zum Jungtier zu werden, zum Jugendlichen zu werden. Das spricht halt nicht für das System. Also wir haben es nie hierhin geschafft. Selbst bei kleinen Dinosauriern.
Hast du schon deinen Seetang? Ja, ja. Wir sind jetzt aber ja auch in der Gruppe. Warum kriegen wir jetzt keine Gruppenquest? Das verstehe ich halt auch nicht. Wo ist der Sinn? Wir wollen doch jetzt gerade in der Gruppe zusammen Quests machen. Das ist doch... Deswegen haben wir uns doch getroffen. Ja. I don't get it. Vielleicht wegen einem Restart oder so? Nee, ich glaube nicht. Brauche auch Seetang. Hier vorne ist noch Seetang. Magnus war zu. Raus. Komme. Ja, Seetang findet man eigentlich immer ganz schnell. Blumen eigentlich auch. Eigentlich. Kommt drauf an, wo man ist. Ja. Ich weiß aber jetzt auch schon wieder nicht, was ich machen soll gerade. Oh, ich bin gewachsen, das ist ja der Wahnsinn. Echt? Also, hab halt ein paar Leiste dazubekommen. Achso, okay. Du auch, oder? Ja, ganz bisschen gerade bei der Seetang-Mission. Ja. Ein Zehntel oder so ist das, glaube ich. Oh, ich habe keine Ausdauer und Schwimmen, das ist nicht so gut, ne? Jetzt gehe ich unter. Ne, RIP. RIP Magnus das. Aber man ja, kann auch Quests dauern. Aktualisieren, oder? Ne, kann man nicht. Weil manche Quests will man ja auch gar nicht machen. Warum sind die dann... Kann man die irgendwie neu starten hier? Ne. Ja, Zufluchtsort Klippen zum Beispiel. Die habe ich keinen Bock. Also du kannst ja auf jeden Fall das Verfolgen wegmachen, dann werden die nicht mehr angezeigt, aber... Wir brauchen halt neue Quests, sonst wachsen wir nicht. Wie schlafe ich nochmal? Ja, H gedrückt halten. Oh ja. Aber ich glaube, es fühlt sich richtig geil an, wenn du hier groß bist. Wenn du ausgewachsen bist, weil du dann so richtig ja. Mächtig bestimmt bist. Wie schnell wir mit dem Kanu sein müssen. Mhm. Ja, ich bin im Gruppenchat. Will das wohl. Musst halt suchen am Wasser, wenn du Seetang brauchst. Ist halt immer bei den hohen Gräsern, findest du schon. Oh, ich hab noch eine Echse gefunden in so einem Kabuff. Sehr gut. Ich hoffe halt dadurch, dass ich in andere Gebiete laufe. Eigentlich musst du in andere Gebiete laufen, du bist ja Leader, ne? Ich glaube, das ist so der einzige Weg, wie wir neue Quests kriegen. Wake. Eine Wake. Jetzt habe ich schon wieder töte 3 von irgendwelchen anderen Viechern. Man wächst mega schnell. What? Nee. Überhaupt nicht. Naja, doch schon. Ich habe jetzt 2 Quests gemacht und bin jetzt mit dem Ding beim ersten Strich da von diesen 4 quasi. Finde ich jetzt nicht so krass schnell. Ich finde halt, aber es ist auch blöd, dass du dann einfach nur hin und her rennst von Quest zu Quest. Wenn wenigstens diese Gruppensammelquest jetzt hätten, wäre es cooler. Ja, hast du auch Zufluchtsort Klippen, oder? Ja, ich habe den anderen. Soll ich da jetzt hinlaufen, oder was? Doch, Klippenrückgang, aber ich habe nur noch 1 Minute Zeit, schaffe ich nicht. Rückgang, das habe ich nicht. Versuch's jetzt. Jetzt meine Quest. Eine private Quest. 1 Minute dahin. Speedrun, sagst du? Hier ist was! Lass es töten! Was ist denn da? Weiß ich nicht. Ich töte es, egal was es ist. Einer von uns. Mir egal. Wird jetzt sterben, es ist nicht in unserer Gruppe. Es blutet. Ja. Das macht uns, komm. Ja. Was Chase ist, Magnus? Mach ich. Jawohl. Bestimmt einer von uns, oder? Aber er greift mich an! Er hat mich nicht getroffen. Server desync sei Dank. Ist das einer von uns? Das ist einer von uns. Safe einer von uns. Erstmal angreifen. Wenn man hier sonst nichts erlebt. Okay, rennst du zu deiner privaten Mission? Ja, macht doch keinen Sinn mehr. Server restartet gleich. Achso, aber das ist doch gespeichert, oder? Ja. Yeah. Achso, die Mission meinst du auch? Also unser Wachstum und alles. Ich weiß halt nicht, ob ich die Mission... Obwohl, das könnte man noch schaffen, ne? 3 Minuten? Ja. Ja, aber ist doch auch shit, wenn wir jetzt immer nur eine private Mission machen. Ist shit, ja. Wofür spielt man denn in der Gruppe?
Nach dem Server Restart haben wir gleich vielleicht was, weißt du? Ja, gut, klar, das stimmt. Aber es macht ja trotzdem keinen Sinn, warum spielt man es in der Gruppe? Ja. Ich wollte auch mal irgendwo reinbeißen, Leute. Ich muss auch mal rein snacken. Dankeschön, Familie Henschel. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ich auch nicht. Man muss ja eigentlich noch safe loggen dann, ne? Eine Minute hat man noch weniger. Scheiße. Das heißt, wir haben noch eine Minute Zeit. Blutsuche ist bei mir. Der Wahnsinn. Wird auch verfolgt. Wird von dem Kanu verfolgt. Den ich von angesnackt hab, die Sau. Würde mich bestimmt auch töten. Time to lock, schreibt Suche. Das ist keine Time to lock, niemals. Oha. Ich will das jetzt noch schaffen, auch wenn es dann nicht gespeichert wird. Ist mega. Run! Alles für die Mission. Ich renne auch noch. Siehst du auch durch? Ja. Ehre. Oh ne, ich komme nicht hoch. Das wird nichts mehr. Oh, die Klippen sind zu steil. Ich könnte es noch schaffen. Ich sehe es noch nicht mal da oben, es wird nichts. Ich muss leider hier mega bergauf. Ne, wird nichts. Scheiß drauf, raus! Oh. Los! Wieder rausgegangen. Weirder Shit. Bin rausgeflogen. Ja, warum wohl? Smart Boy. Gehen wir zurück jetzt, ne? Ich würde es gerne nochmal versuchen, dass wir Gruppenquests kriegen, aber ja, ansonsten hat es halt auch nicht so viel Sinn, ne? Ist halt schon weird irgendwie. Wir probieren's. Ich versteh's halt auch nicht. Server ist weg. Wann ist er wieder da? Wo soll ich das wissen? Fragst mich an! Was ist mit dir? Ach, Leute. Ach. Was noch wieder hieß? Mit 2,5. 2,5 Guru. Hallo Queen. Guck mal, ich habe hier alles freigeschaltet an Skins und Bündeln. Ich pay to win. Ja, gibt es eigentlich Dinosaurier, die du nicht freigeschaltet hast, eigentlich, Magnus? Nee. Hast du die auch alle, die grün? Glaub schon. Da guck mal, ich hab das wirklich hier, so ein Boost. Wachstumsschub. Erhöht das Wachstum, während ihr gemeinsam Quests abschließt. Das ist dieser rote Boost, den wir mal haben. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich der Leader sein, damit wir diesen Boost haben, weißt du? Ja. Und dann sollten wir gemeinsam Quests machen, um möglichst schnell zu wachsen. So verstehe ich das zumindest. Also das sollten wir gleich mal versuchen. Gut. Oha, guck mal, richtig reincashen. Geht echt nur Pack-Opening. Den coolsten Skin habe ich schon, zum Glück. Hat das was in der kleinen Gruppe gebracht? Nö. Wir haben gar keine Gruppenquests mehr gehabt, als wir uns getroffen haben. Das war ganz komisch. Also, fühlt sich heute nicht gut an, das Game. Pro Gamer, hallo. Das sieht an Magnus, dass nichts funktioniert und läuft. Safe. Ja, wie immer. Wie immer. Ist er schon wieder da? Ich weiß nicht, das für Viecher hier.
Weiß ich nicht, ich guck grad die Mods an. Ist das eigentlich die Map von The Isle? Eutonia? Ja, oder? Alter, hier gibt's einen Server. Outlanded Grove in 15 Minuten. Echt? Ja, aber der ist voll mit Schlüssel. Okay. Ist online? Okay, dann Abbruch. Gehen wir mal gucken. Online? Server back, schreiben sie alle. Let's go. Mal suchen. Was habe ich hier gemacht? War das 2,5? Ja, ne? Oder 2,5? Wie ist der denn? Ich hab ihn. Wie heißt der? Velocistrion 2.5x Grow. Du hast Mods geladen, die das selber nicht hat. Bitte starte das Spiel neu. Hä? Ach, weil ich auch gerade Mods geladen habe, oder was? Scheiße. Ich hätte gar keine Mods. Hast du auch Mods aus Troll runtergeladen? Eigentlich nicht, nee, nee. Hat, okay. Ich versuche das Problem rauszukommen. Erstmal muss ich den finden. Fell. Na, ich muss auch das Game neu starten. Hm. Einmal probieren wir es jetzt nochmal anders. Du musst auch irgendwann arbeiten, hast du gesagt, oder? Ja. Wann musst du denn hin? 18 Uhr. 18 Uhr, musst du los oder da sein? Muss ich da sein, was direkt nebenan, also ist nicht weit. Ja, wir gucken erstmal, wie es läuft. Wenn es jetzt eh shit läuft, dann Alter 4. Tschüss. Mach doch halt Scheiß allein. Ah, jetzt ist der Server. Jetzt muss ich Mods downloaden. Okay. Gucken wir mal. Hä? Ja, doch, ist richtig. Spielen wir wieder als Kano weiter, ja, oder? Oder willst du ja, mit drin anfangen? War eigentlich ganz geil, ne? Ja. Ja, das ist jetzt nicht so ein schlimmer Bug. Mich stört eher, dass wir nicht wachsen und nicht vorankommen. Das nervt viel mehr. Weil wie lange spielen wir jetzt? 2 Stunden oder noch mehr? 2,5 und haben irgendwie gefühlt nichts erreicht? Gar nichts? Ja. Einfach Zeit gewastet. Genau, das ist halt absolut unbefriedigend. Also dieser Fortschritt des Systems irgendwie ist sehr komisch. Ich kann jetzt noch zu der Quest hin. Gut, dass ich die nicht mehr eingesammelt habe. Eine neue Fähigkeit ist verfügbar. Aasfresser. Oha. Hä, ich habe jetzt voll viel Boost bekommen. Ach, weil ich das erreicht habe. Willst du mich mal einladen? Ja. Meinst du, wir kriegen dann Gruppenquest? Maybe. Hier ist noch irgendwer. Warte mal. Warte. Lade ich dich schon mal ein? So, Soziales. Okay, Gamerboy ist am Start, sehr schön. Da habe ich dich vorhin gebissen, glaube ich, ne? Sorry. Perfekt. Invite Sammle please. 100 Blumen, Gruppenquest. Haben wir es jetzt? Ja, da gehen wir jetzt hin, das machen wir jetzt. Das ist gut. So, weil wir müssen jetzt auch den Boost haben durch mich. Ich hoffe, das klappt. Weil ich habe ja eigentlich diesen Boost aktiv. Oh, bei mir sind richtig viele Blumen. Kommst du zu mir gerannt? Ja, Laura, ich sehe dich noch nicht. Das ist doch die falsche Laura, oder? Ich komm zu dir gerannt, ja? Absolut. Wie so Blumen. Wo bist du denn? Seh dich halt nicht. Siehst du nicht meinen Namen? Nee. Ich sehe deinen Namen. Ja, ich bin halt Lida. Den Lida siehst du immer über die gesamte Map. Du mich nicht. Nee. Wo ist denn das Sammelblumen? Ich sehe auch das Symbol nicht, das rote. Warte mal. Das ist überall. Du musst ihn nirgendwo hinbringen, nur sammeln. Ja, aber wo bist du denn? Beschreib's doch mal. Ja. Muss ja Richtung Süden eigentlich sein. Ich bin ja hochgerannt vorhin. Ich bin bei so einem See, wo ein Fluss nach unten geht. Komm mal runter. Der Quest fehlgeschlagen, jetzt bin ich falsch oder was? Hä? Seh dich irgendwie leider nicht auf der Karte. Ah doch! Komm mal in den Süden gerannt. Ja, geht nicht, dann schlägt die Quest fehl. Also soll ich in Norden rennen? Die Gruppenquest wurde gestoppt, sobald ich... Genau, ja. Du musst in Norden rennen. Hast du schon Blumen gesammelt? Die zählen auch dann nicht.
Ach so. Guck mal, die wurden noch nicht dazu gerechnet. Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Du musst zu uns kommen, weil ich der Leader bin. Hier ist jetzt auch das grüne Symbol. Schwan. Bist ein Schwan. Mieses Schwein. Du schaffst es, Kano. Wer ist noch alles bei dir? Gamer Boy ist nur da. Die anderen müssen halt jetzt auch in diese Direction kommen, aber ich glaube, wenn wir die Quest schon machen, während ihr zu uns lauft, dann bekommt ihr ja auch Fortschritt, dann ist das ja gar nicht so unbelohnt. Ja gut, wir müssen uns halt mit 4 Leuten da treffen, ne? Treffen? Ach, wir haben auch noch einen Treffpunkt hier. Das ist gut. Ja, ja. Da würde ich sagen, aber, laufen wir jetzt auch hin, oder? Aber jetzt funktioniert das auch mit den Quests. Ja, ich würde sagen, wir sammeln auch Blumen hier in der Gegend, ne? Ich glaube, die Gegend ist gut. Gefällt dir die Gegend? Ja, wenn wir hier Quests kriegen die ganze Zeit und was machen können, ja. Ja. Dann ist es auch nicht so langweilig. Richtig. Hey, warst du die Laura? Hast du nicht eine andere Laura? Ich will jetzt hier auch nicht random Leute einladen. Hast du eine random Laura eingeladen? Keine Ahnung. Nee, guck mal, ich sammle gerade Blumen. Das zählt. Sicher, wir sammeln auch gerade Blumen. Ich habe auch gerade Blumen gesammelt. Zählt. Könnten halt auch unsere Dinger sein. Nee, das waren 100% gerade meine. Okay. Ja, aber jetzt kommen wir auch mal voran, das ist echt schön. Das ist wundervoll. Ist guck, wie viel wir gleich für die Gruppenquest kriegen, da bin ich gespannt. Wir haben schon 50 Stück. Oh, ist das schön. Es funktioniert mal was. Ein Traum. Ja. Wir wachsen. Guck mal, jetzt haben wir... Ah ne, das ist schon wieder was anderes. Okay. Ich bin auch auf dem Server, sehr schön. Lade ich ein. Evanrider? Hä, die hieß doch auch Laura, sagen, oder nicht? Haben wir gerade auch Blumen. Aber das ist nicht, das ist die falsche Laura, oder bin ich jetzt doof? Ah ne, das passt. Ist richtig, das ist die richtige Laura. Sorry. Meine Blumen zählen auch. Okay. Mhm. Jetzt geht's richtig rund hier, Magnus. Sagst dir. Der Wachstumsboost ist aktiviert. Oha, neue Fähigkeit ist verfügbar. Aspresse habe ich doch schon gerade gehabt. Was soll das? Oh. Was heißt heute beginnen? Eine Blume brauchen wir noch. Dann kannst du einen neuen Skin freischalten. Yes, wir haben es geschafft. Okay, es müssen alle 6 Leute zum schlafenden Riesen noch kommen. Also hier, wo wir sind, müsst ihr hinkommen. Wie sehe ich denn Quest aus? Heute mich gerade einfach. Guck mal. Ich komme zu euch gerannt. Ich habe schon 2000 Marken. Wie geil ist das denn? Ich bin auf dem Weg zu euch, ne? Mhm, es müssen alle kommen. Kicken gleich einfach alle Teammitglieder aus der Gruppe, die nicht da sind. Easy. Aber wie kriegen wir denn jetzt neue Quests? Eigentlich nur warten, oder? Ja, abschließen halt die anderen. Ich habe ja schon 2 abgeschlossen. Es läuft jetzt, ja. Oh ja.
Der Wachstumsboost ist, glaube ich, für die ganze Gruppe, so wie das da stand. Also keine Ahnung. Ich müsste halt auch noch zu einem anderen Ort, aber ich darf hier, glaube ich, nicht weg. Wobei ich doch für 5 Minuten darf ich kurz weg, ne? Ohne dass es abbricht. Ziemlich risikoreich. Ja, mal gucken. Ich sehe das ja, sonst kann ich umdrehen, wenn es nicht klappt. Wir müssen es jetzt durchboosten. Wir müssen jetzt wachsen ohne Ende. Wer fehlt denn noch beim schlafenden Riesen? Ich. Und noch einer. Das Magnus fehlt, war ja klar. Ja, was jetzt? Ich bin gleich da. Zwei von 6 Leuten sind da, stark. Ja, weil ich gerade rausgelaufen bin und ein anderer auch, der mir folgt. Ja, wir kommen gleich wieder. Bin gleich da. Aber es bricht nicht ab, so wie es aussieht, also alles entspannt. Ja. Cool. Ja, was ist denn heute los mit den Bots? Die wird richtig reingebottet heute. Crazy. Es haben auch neue Quests, dadurch, dass ich meinen abgeschlossen habe. Siehst du das? Ja. Das heißt, ich muss dann echt immer die Sachen abschließen. Nein. Geil, wir haben auch jetzt... Was hast du gerade für eine abgeschossen? Eine blaue? Ja, eine blaue. Dadurch haben wir jetzt irgendwie neue bekommen, das ist ganz cool. Ja, dann müssen wir jetzt Äste suchen, ne? Ja, wir müssen uns immer auch noch treffen da. Bricht ja, gleich ab, ich muss wieder zurückkommen. Ne, weil alle rausgelaufen sind, oder? Schnell hin. Alles gut, 4 Minuten. Ich glaube, ich bin da, oder? Als einziger, ja. Wir müssen halt immer noch zum schlafenden Riesen. Wachstum durch beengte Umgebung gehemmt. Gehe in einen offenen Bereich, um weiter zu wachsen. Aber was? Sagt er mir gerade, ja. Sucher hat die Gruppe verlassen, warum? Ich will jetzt eigentlich wieder zurück zum schlafenden Riesen, bin ich ehrlich. Damit wir die Mission machen. Ich bin hier. Wir haben ja auch da irgendwas mit Ästen jetzt. Das können wir machen. Ich bin doch auch jetzt schon wieder quasi hier, oder? Ich bin irgendwie nicht richtig, da habe ich das Gefühl. Aber 4 von 5 Mitgliedern sind da, einer fehlt. Ich glaube ich dann. Echt? Ja. Hast du nicht gerade gesagt, dass du hier bist? Ich bin irgendwie oben drauf. Ich dachte, ich bin ja, da. Der schlafende Riese ist ja der Berg. Ah ja, dann bin ich hier. Also den musste ich auch von erklimmen als Mission. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Aber warum bricht die Quest denn jetzt ab? Oder ist die allgemein mit Zeitdruck? Ja, ist mit Zeitdruck, glaube ich. Dann lassen wir alle hier raufgehen. Beseitige Äste ist, glaube ich, woanders, oder? Lass dich jetzt für die treffen, oder? Ja, aber es fehlt ja einer. Was willst du denn machen? Weiß nicht, also Gruppe kicken. Ja, wer ist das denn? Sollen wir es machen? Und danach wieder einladen einfach? Ja. Laura und Gamerboy sind hier. Okay, wir kicken denjenigen raus, der nicht da ist. Da kennen wir nix. Heaven Riders, tut mir leid. Tschüss. Oh, geschafft. Richtig assi. Und wieder eingeladen. Tut mir leid, muss jetzt schnell gehen. Okay, jetzt 150 Hallo, Jenny. Äste sammeln. Ja, das war aber, glaube ich, da im Norden, wo wir herkommen. Da müssen wir da wieder schnell hin, oder? Also da, wo wir herkommen, ja. Da ist die aktiviert worden. Ja, lauf vor, ich weiß nicht, wo lang. Irgendwo hier. Aber jetzt sieht man auch mal Fortschritt, das ist einfach schön, oder? Ist schön. Wie weit bist du unten an der Leiste? Oh, schon ein ganzes Stück. Ich habe Hälfte gleich. Also Hälfte habe ich auch gleich, aber der Balken wächst ja noch, weißt du? Der hat ja schon. Oh, das ist stark. Nee, so weit bin ich nicht. Ich bin da krass. Du hast gepayt. Ich hab gepayt, das sieht's aus. Pay to win. Easy. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ja, ich hoffe, die Quest wird jetzt nicht abgebrochen gleich. Ja, werden wir eine neue kriegen, denke ich mal, oder? Ja, ich hoffe. Aber die haben wir doch irgendwo hier vorne gekriegt, das muss ja hier sein. Suche nach Nüsse Heaven Rider kommt gleich auch hin. Geschlagen. Oh, ich bin. Oh Gott. Ich bin out of stamina. Hallo Leon.
Die Mission bricht halt immer noch ab. Ich verstehe es nicht. Warum bricht die ab? Ich nicht weiß. Ich nix wissen. Not knowing to die. Wir sind halt safe irgendwie im falschen Gebiet oder so. I don't know. Wer schreit denn hier so? Phil Maurice, ich danke dir für 2 Euro. Danke, danke. Ja, irgendwie blöd jetzt hier so, ne? Ja, es bricht auch ab einfach. Echt. Was können wir denn dagegen machen? Steht denn irgendwo ein Symbol, wo wir hin müssen? Hier ist ja auch kein Zeichen oder so. So eine grüne Markierung. Egal, du kannst überall sammeln. Okay, aber Räume, Äste, das müsste irgendwo sein, oder? Sammle Äste. Ah ne, Räume Setan ist es. Beseitige Äste heißt die Mission. Ja. Das ist irgendwie komisch. Den du sie sammelst. Okay. Whatever. Moin Vincent, wie geht's? Ja, warten wir mal ab, bis die weg sind. Ja, 6 Sekunden. I don't checking it. Gucken, ob wir was Neues kriegen. Nö. Perfekt. Danke für nix. Dann laufe ich mal zu meiner nächsten Mission in der Hoffnung, dass es dann Neues kommt. Wo ist die? Soll ich irgendwie importen an dem Wegstein hier, Leute? Heaven Rider oder Suche oder so? Jetzt sind wir hier. Jetzt müsst ihr Bescheid sagen im Chat. Wir können jetzt. Bin auch da. Wie heißt du in-game? Also einen können wir jetzt gleich teleporten. Keiner will, okay. Gibt's ja im schlafenden Riesen Blumen. Bist du schon wieder beim schlafenden Riesen? Ja, immer noch. Wieso immer noch? Ja, wir waren auch gerade die ganze Zeit hier. Ich bin schon lange weg. Was? Ich will halt schnell meine Quest abschließen, dass wir neue Quests kriegen. Weil ich glaube, ich muss ja immer meine abschließen, damit neue Gruppenquests für uns kommen, weißt du? Meinst du? Ja, war davon auch so. Als ich zu diesem Ort gegangen bin, den ich gemacht habe. Ja. Ich sehe schon, alle wollen geportet werden. Ja, selber schuld. Gleich schreiben sie es wieder alle, wenn ich nicht mehr da bin. Pass auf. Porte mich bitte, please. Can you port me? Der Klassiker. Ich mag den Kanu, der ist cool. Hallo Amü. Ich bin noch ewig weit weg. Warum sahst du da nichts, Heaven Rider? Wir hätten dich teleportieren können mit dem Wegstein. Magnus, du kommst doch da gleich schon auch vorbei, wenn du zu uns kommst. Du kannst dich doch nicht mehr teleportieren. Ja, ja, genau. Ja, ich bin hier gerade auch am schlafenden Riesen irgendwie unterwegs. Oh, guck mal, wir haben Nusssuche. Oh, jetzt ist was an. Aber da musst du auch zu uns kommen. Das ist dann hier bei uns. Ja, ja, okay. Okay, Leute, schwärmt aus. Kiefernzapfen und Tigernüsse. Dann kannst du die Heaven Rider auf den Weg holen, während wir die Quest machen. Mhm. Los geht's. Oh, schwärm. Okay. Da. Also eigentlich müsst ihr dann immer einfach bei mir bleiben, glaube ich, weil ich Gruppenleader bin. Wie sehen Äste aus? Einfach solche Astdinger sind das, solche. Siehst du schon. So mehrere Äste übereinander gelegt. So ein Biberdamm, so ein bisschen in klein.
Aber nicht im Wasser unbedingt, ne? Die können auch so am Land sein. Guck mal, wie fleißig wir sammeln, Magnus. Ist das nicht schön? Richtig, ja, ich habe hier richtig viele Tigernüsse gerade für euch. Wir brauchen nur noch Kiefernzapfen. Tigernüsse ist fertig. Kiefernzapfen sind übrigens diese grünen Dinger. Die brauchen wir jetzt. Soll ich mal Aasfresser lernen? Hier. Ist das gut, oder? Ich muss schlafen. Oh, warte mal, das ist ja interessant. Das heißt, ich muss mich jetzt hin... Aber wir sammeln erstmal die Nüsse, die sind da vorne noch. Machen wir gleich nach der Quest. Du musst schlafen, um Fähigkeiten zu bearbeiten. Ja, es ist... Hab ich auch gerade gesehen. Okay. Mann, ich würde gerne mal Äste finden. Ja, ich kann dir nur sagen, es ist halt klüger, wenn du bei uns bist, weil dann kriegst du nicht immer. Also dann kriegst du halt Missionen, die wir alle machen können, so. Wenn du da hinten bist, kriegst du halt immer noch eigene Einzelmissionen. Ja, das ist Quatsch. Musst halt auf Dauer leider herkommen. Boah, ist ey, mega gut gewachsen. Ich will mich nicht beschweren, ja. Ich habe nur ein ganz bisschen bekommen. Ich hatte halt wieder so eine Doppelquest, ne? Die Gruppenquest und das Dings waren das gleiche quasi, weißt du? Oh, das ist geil. Ne, wo mach ich das denn jetzt hin? Ne, habe ich das jetzt schon gelernt, ja, ne? Stoffwechsel. Interesting. Ich renne mal weiter zur nächsten Quest. Was fehlt dir denn jetzt noch? Äste sammeln? Ich brauche einen Ast, ja. Ein Ast? Ach, du musst hoch auf den Dings. Ja, auf Stadt dem Ast muss ich einen Ast bringen. Ah, ja, müssen wir gucken, wo sind wir eigentlich immer. Jetzt guck mal, jetzt haben wir direkt Neues bekommen, weil ich hier... Weil ich hier der große Meister bin. Nee, weil ich hier in meine nächste Quest gelaufen bin. Achso. Können wir schon wieder Seetang sammeln. Also funktioniert das halt echt, wenn ich von Quest zu Quest gehe. Hier sind übrigens Äste bei mir. Ich weiß, bringt dir herzlich wenig, aber wolltest du mir mal gesagt haben. Also du kannst im Stream gucken, wie die aussehen. Hier, so. Ist der Stream offen? Ja. So sehen die aus. Okay. Ja, ich bin eh schon weg vom Schlaf vom Riesen, also. Okay. Bin ich bei euch schon. Nee, ich muss gucken, ob ich Seetang finde. Aber guck mal, ich habe zum Beispiel dann immer eine rote und eine grüne, die beide Seetang sind. Das heißt, wenn ich jetzt Seetang für die Gruppe sammle, sammle ich auch nochmal gleichzeitig für mich. Dann habe ich immer so einen Doppelabschluss, weißt du? Ja, super angenehm. Hallo Spirox. Guck mal, wie viele Mods jetzt hier sind. Sehr schön. Seetang. Ganz viel Seetang. Ha, weggesnackt. 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 Ich nehme alles. Ich nehme dir alles weg. Easy. Rest könnt ihr einsammeln. Ich habe meine rote Quest. Ich lasse dir das liegen, Laura. Gönn dir. Das ist ja wahrscheinlich auch die rote Quest hier. Hier ist noch alles voll. Am besten, wenn du die rote Quest fertig hast, Laura, dann lass mal den Rest liegen für die anderen, die das einsammeln können. Oh, Magnus, mein Balken ist voll. Ist das schön? Was? Es ist geil, wenn es mal vorangeht.
Ja, also der wächst gerade noch, ne? Ich hab halt jetzt. Ich habe irgendwie, jetzt gerade habe ich nur 3 Sekunden von diesem blauen Dings bekommen. Ich bin über 9 Minuten von dem blauen noch. Was? 9 Minuten noch Wachstum. Jo. Oh ja, das wäre auch mal wieder lustig, Ami. Das ist eine gute Idee. Man Wir muss kriegen halt jetzt die dringend nächste. herkommen. Ich bin bei euch. Ja, hier, habt ihr nicht noch Seetang einsammeln, Leute? Irgendwer? Ansonsten muss ich wahrscheinlich jetzt wieder zurücklaufen, denke ich mal. Hast du noch Seetang, Ja, lauf. Magnus? Nee, ich hab noch Nee, einen Ast okay. vom schlafenden Riesen. Dann laufen wir zurück. Ich glaube, ich muss halt immer zum nächsten Ort laufen. Darkness CS, ich danke dir. Herzlich willkommen als Premium VIP. Vielen, vielen Dank. Aua! Aua, Mensch. Du hast mich doch gebissen, du Sau. Er sagt Aua, Alter, läuft in mich und beißt zu und sagt Aua, er hat gar keinen Schaden bekommen. Du bist ein Arsch, Alter. Oh! Oh, das war Äste? Das war ein Äste, ja. Kannst ja nochmal zurückgehen. Aber dann bist du halt wieder nicht bei uns, ne? Also, ich glaube, es Ja, lohnt aber sich ich mehr, wenn musste ich da. genau geradeaus gerade laufen auch. Ich gehe gleich eh drauf, Magnus, das Wachstum ist egal. Ich habe nur noch 1 Minute. Ich gebe mir keine 5 Minuten mehr. Achso, das schaffst du, glaube ich, nicht dahin. Du musst ja auch noch hoch. Das ist Ja. abgeliefert und so, das schaffst du nicht. Oh, guck mal, Hafenrider ist da. Hast du sie eigentlich gar nicht eingeladen vorhin? Nee. Einen Ich hab Job sie nicht. hattest du. Einen Job, Magnus. Ich hab die Äste gesucht. Du bist auch so ein Ass. Bleib schön nah bei mir, Magnus, dann kriegst du auch die guten Quests. Okay. Ist wichtig, ohne Scheiß. Ich Aber glaube, meine der andere Lied. dauert auch 30 Sekunden. Ja, bis dahin sind wir noch nicht da. So wie ich hier an den Bäumen hängen bleibe und so, lieber als. Hier ist aber auch so ein Wegstein. Hafenrider, bist du noch weit weg? Könnte dich jetzt einladen. Aber ich habe Hafenrider gerade schon gesehen auf der Liste. Die kann gar nicht mehr so weit weg sein, oder? Ne, Hafenrider ist schon da. Wir brauchen ihn gar nicht mehr einladen. Ist fleißig gelaufen. Wie wird man auf iPhone VIP? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe kein iPhone. Aber es müsste ja nicht das gleiche sein, oder? Ich glaube nicht, dass sich YouTube verändert dadurch. Was hast du denn für ein Handy? Ich habe ein Android. Welches? Das Samsung Galaxy S10e, glaube ich. Oh Alter, wo sind wir hier, Magnus? oh. Hör auf, mich zu schieben! Oh geil, ich bin oben. Ehre. Hä, wieso komme ich hier nicht hoch? Er hat mich hochgeschoben. Die Goat. Die Goat hat mich gerettet. Das ist Oh, auch jetzt habe geil. ich wieder den liefenden Ast. Guck, ob du das findest, hier am schlafenden Sammelblumen! Riesen. Ich hab Ich muss noch. Sammelblumen. Ja, guck, ob du das findest für mich. Ja, Ja, die habe ich vielleicht auch auch. noch. Die grüne. Ich muss jetzt eine rote habe ich hier wieder, jetzt neu. Oh. Den hätte ich den Ast doch mitnehmen können von da unten, Alter. Die Frage ist, wo sind hier Blumen? Oh, ich hab einen Ast. Geil. Ich muss jetzt zurückrennen. Blumen waren nicht. Ich habe hier eben auch schon welche gesammelt, 25 Stück oder so. Ach, Hier wie bist ganz du hier viele beim bei mir. schlafenden Riesen, oder was? Ja. Hier sind bei mir Blumen, komm mal her. 3, 4 Felder. Okay. Geil. Hier über den Hügel drüber, wo ich gerade herkomme. Ja, kein Ausdauer. Wo sind unsere Teammates schon wieder? Hot ich, hallo. Schön, dass du da bist. Aber es ist gerade echt ein gutes Gefühl, dass es mal vorangeht, ohne Witz. Da kriegt man ganz gute Laune. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier noch mehr Leute auf dem Server wären und so, und das ist ja schon 2,5 Geschwindigkeit, dann wäre das halt wieder fast unmachbar, oder? Ja. Darkness CS, herzlich willkommen auf dem Discord. Ich sehe es gerade auch. Danke. Collecting flowers für the team und für mich. Aber ich weiß halt nicht, wie es ist mit euch, ob ihr dann auch immer ab und zu euren eigenen Quests laufen müsst, das Sinn macht. Irgendwie schwierig einzuschätzen. Hey, wie erlerne ich denn jetzt meine Sachen hier? Verstehe ich nicht irgendwie. Meinst du? Kosten die mich auch was, wenn ich die erlernen will? Also ich bin jetzt schon gewachsen, ne? Wie? Ich bin jetzt schon ein Jugendlicher.
Bist du frech. Ich kann jetzt schon meine Haut entwickeln. Und einen Schwanzhieb erlernen. Ja, ich nicht. Und du bist auch weg. Ich weiß nicht, warum es bei mir so schnell geht. Wie alt bist du? Alt und verbittert. Danke für nix, Armin. Du Sau. Ich kann gar keinen Schwanz. Was für ein Tier kam hier gerade raus? Oder hast du es nicht gemacht? Versteh's nicht. Und ich kann dort doch nichts lernen. Fake News. Glaube ich. Ich habe 9% Beitrag. Wie viel Beitrag hast du an der Quest? Wo steht das? 45%. Ja gut, ich hab dir gesagt, wo die Blumen sind, ne? Ja genau, ich hab halt allein gesammelt. Krass, dass das da steht. Kriegt man dann auch mehr vielleicht, wenn man mehr Beitrag leistet? Kann gut sein, oder? Ja, könnte sein. Hier vorne ist übrigens gut. Ist doch wahr, wow. Hör mal auf. Frech, Ami, frech. Wo sind denn hier noch Flowers? Da. Eine neue Fähigkeit ist verfügbar. Jetzt habe ich sie gelernt. Okay. So, Charakter. Fähigkeiten. Hä? Das check ich nicht. Oder ist das eine Fähigkeit? Nee. Ja, ich habe doch gerade irgendwas gelernt. Hast du immer noch so einen hohen Beitrag oder was ist dein Beitrag jetzt? Oh, ich kann Kopfschuss lernen. Oha! Ich kann jetzt nicht mehr beißen, Magnus. Oha. Wir brauchen eine neue Mission, Daniel. Ja, ich weiß. Oh, ich kann jetzt Kopfschuss machen, geil. Ja, ich wollte auch nochmal eben. Ich laufe erstmal in den nächsten Bereich für die neue Mission. Mission. Es geht jetzt aber echt gerade voll schnell, ne? Ich bin gleich schon wieder bei der Hälfte. Was? Ich rush richtig durch. Pay to win. Pay to win klingt richtig. Wie weit bist du denn? Muss auch mittlerweile auch mal voll sein, oder nicht? Nee, mir fehlt noch ein bisschen was. Ich wachse jetzt noch 50 Sekunden. Ich wachse noch 6 Minuten. Ja, was ist denn, was passiert denn hier? Bestimmt, weil ich Leader bin, oder? Kann sein, ja. Ich hab's auch einfach verdient, Magnus. Wir sind alle deine Hilfslanger. Ja. Und womit? Mit recht. Ja, jetzt habe ich aber nur eine bekommen, eine Mission. Alle springen runter. Ist einfach nur schön. Okay, Skin. Ja, wir kriegen jetzt aber irgendwie keine Quest hier gerade, ne? Ja, ich weiß. Da will ich jetzt gehen. Ah nein, der kostet 7k. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, wie man Quests halt kriegt. Also ich glaube, mehr gelaufen? Ich wollte jetzt eigentlich zu meiner nächsten Quest. Achso, wo ist die? Irgendwie Hochland oder so. Ist das denn random? Weiß das jemand? Daniel wirft halt wieder mit Nächstliebe um sich. Wie schön. Oh ja. Magnus ist ganz glücklich, mit mir zu spielen. Immer. Gar keinen Bock auf die Scherze. Das war es dann auch erstmal wieder für Monate mit Stream. Irgendwie kommen hier immer die falschen Tiere aus den Dingern raus. Ja, die Mission ist auch voll undankbar irgendwie. Vor allem bringt die wahrscheinlich nicht mehr, als wenn du zu einem Ort gehst oder so, weißt du? Ja, ja. Ich finde das halt auch voll krass, dass du so ein Wachstumsminus kriegst. Oder du wächst halt nicht, wenn du irgendwo in eine Höhle gehst oder so. Voll mies. Mhm. Die armen Babys. Ist halt super dunkel bei mir auch, ne? Ich sehe hier nichts. Wo seid ihr jetzt hingelaufen? Ich laufe halt zum Hochland. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich habe halt das Gefühl, dass wenn ich irgendwie meine Dinge abschließe, dass dann neue kommen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so ist. Ich frage mich aber auch jetzt, wann ihr mal groß werdet. Also es kann doch nicht sein, dass es so einen Unterschied macht. Dass ich da irgendwelche Boosts habe durch den Freundeskontrollen. Ja, ist ja nicht mal Pay to Win. Ist ja mehr andere gepaid quasi. Martin schiebt alles auf Pay to Win.
Guckst du nicht immer Trimax? Ist das nicht so ein Pay-to-Win-Spieler? Ja. Der casht da mal richtig rein bei den Handy-Games, oder? Ja. Wie gut. Vielleicht sind wir eher einfach tot. Das ist so dieses typische, cool. Du hast Euphorie und auf einmal weg bist du. Ich sag doch, die Boosts sind nur für dich. Ja, aber da stand auf, wenn wir Gruppenquest machen, also stand da so, als wenn das für alle ist. Hast du denn dieses grüne Symbol da, Magnus? Dieses grüne Boost-Symbol? Gerade nicht, aber ich bin noch nicht bei euch. Ach so, vielleicht liegt das daran, dass du zu weit weg bist. Nee, nee. Also ist Magnus selber schuld, das hat gar nichts mit Pay-to-Win zu tun. Nee, nee. Magnus ist einfach nur unfähig. Ich werde eh gleich irgendwo runterfallen. Glaube ich dir. Ich hab auch keinen Bock zu. Wieso musst du überhaupt sonntags? Gastro. Ach du Scheiße. Wer will denn von dir bedient werden? Ach du Scheiße. Ja, die freuen sich immer, die Omis, die geben mir immer Trinkgeld. Echt? Weil ich so ein süßer Fratz bin. Alter, ein süßer Fratz bist. Sagen die das? Ja, ja. Hallo, du süßer Fratz. Hier hast du 5 Euro. Kauf dir ein Ü-Ei. Das ist mein Nasenspray. Die Boost ist bei den Gruppenquests, aber halt nur für dich. Oha, das ist ja richtig dumm. Das ist irgendwie ein doofes System. Darkness, am besten schickst du mir eine Anfrage. Unten ist mein Freundescode. Und dann kannst du nachjoinen. Weil wir wissen nicht genau, auf welchem Server wir sind. Weil du klickst ja nur auf Multiplayer und dann joinst du ja dem Bestmöglichen für dich. Haha, Magnus, Sugar Grannies. Geil. Oh, jetzt, guck mal, jetzt haben wir was bekommen, weil ich da reingelaufen bin. Siehst du das? Ich muss halt wirklich in die Dinger laufen. Hast du die nicht bekommen jetzt, die Quest? Doch, doch. Sammel Eicheln und Blumen und Knopfpilz. Ausschwärmen, Jungs. Ein neuer Skin ist für dich verfügbar. Leicht für dich. Warum werde ich gebissen? Ja, die Gruppenquest wird fehlschlagen, okay. Warum? Aus so einem Radius raus wahrscheinlich. Ja, aber warum zeigen die denn den Radius nicht an? Das ist... Ah, jetzt bin ich wieder im Hochland drin, okay. Aber ich sehe halt gar nichts. Das müssen wir gefühlt alles. Aber man sieht das halt voll schlecht. Ja, ich hab das halt gerade gar nicht erkannt. Blöd. Ja, Quests im Dunkeln sind blöd. Was brauchen wir denn? Eicheln, Blumen und Knopfpilz. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die Sachen aussehen, außer Eicheln und Knopfpilz. Das sind Eicheln. Sehen die aus wie die Kiefern-Dinger? Ja, im Braun halt, ne? Also wie diese Acorn-Dinger. Mhm. Aber siehst du halt im Dunkeln eh fast gar nicht. Du musst, siehst das halt nur, wenn du vorbeiläufst, dass die so orange umrandet werden. Ich habe schon wieder 46% Beitrag, wollte ich nochmal sagen. Wer? Ich, bei den Eicheln. Oh, alles cool. Wie immer. Hi, Lives a Brick. 14%. Ja gut, machen wir es weiter so. Pilze. Ich klau dir deine Pilze. Ist egal, die sind genug. Spearox, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für 9,99 €. Ehre. Blumen brauchen wir auch, ne? Ja. Mhm. Blumen, Pilze, alles. Oh, man kann ja gedrückt halten, das ist ja entspannt. Echt? Das wusste ich auch nicht. Spam auch die ganze Zeit. Zu wissen. Kein Problem. Kein Problem. Da wird's auch angezeigt. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend an alle. Genau, Ehre.
Bist du jetzt mal gewachsen endlich, Magnus? Nö, nö. Ich habe auch kein Wachstum mehr. Was geht denn heute ab? Gut, dass so viele Mods da sind. Hallo Seba, geht's dir besser? Ich hoffe so. Oh. Deine Blümchen will ich dir nicht klauen. Pilze. Pilze? Musst du die sammeln, oder was? Ja, als rote mischen. Also hast du jetzt auch... Ja, guck mal, dann hast du auch so eine Doppelquest. Die habe ich halt die ganze Zeit, weißt du? Dadurch ging es halt voll schnell. Das heißt, Pilze schnappe ich dir jetzt nicht mehr weg. Alles gut. Das ist in Ordnung. Was brauchen wir denn noch? Eicheln auch noch. Okay, krass. Gerade geht's halt echt schnell. Ich bin durchgehend auf diesen Wachstumsboost. Ja, ich jetzt auch. Gut. Hast du ja erstmal Puff aus. Hallo Zumboss. Hallo Wolfs-Echo. Hier sind noch Pilze, Magnus. Bei mir. Ich bin schon fertig. Ich brauche jetzt Eicheln. Okay. Brauchst du die auch für rot? Ja. Ach ja, ich habe auch eine rote Eichel-Quest jetzt. Oha, jetzt geht Schlag auf Schlag. Aber die Eichel sind irgendwie ein bisschen nervig zu finden. Die sind eher im Wald drin, ne? Mhm. Ja, warum kommt ihr alle zu mir? Nur weil ich was finde. Such doch woanders. Gleich zwei Leute stehen neben mir. Ich finde ein Eichelding und alle stehen hier bei mir. Ihr Säue, ey. Ne, Eicheln sieht man wirklich schwer. Die siehst du halt fast nur, wenn du daneben anläufst. Ja, wenn du vorbeiläufst. Ja. Dann leuchten die halt so, aber sonst. Ich glaube aber, die sind auch eher auf im Wald als auf den Wiesen. Ich habe irgendwie nur Tigernüsse. Ja, die habe ich auch schon oft gesehen. Das ist nervig. Mhm. 40 Eicheln brauche ich noch für mich. Ich brauche noch 45. Hallo, der Ludas. Bis später, Darkness. Du kannst ja beim nächsten Mal mitmachen. Wir werden das Spiel noch, auf jeden Fall noch öfter spielen, also als easy. Viel Spaß beim Kochen. Ich krieg auch so langsam Hunger, muss ich sagen. Hungry. Ja, bei Nacht siehst du halt die Eicheln fast gar nicht. Das ist wirklich belastend. Ich finde gerade auch keine. Ich auch nicht. Ach, du bist auch schon wieder bei mir. Wenn ich welche finde, snackst du mir die weg. Oh, wir haben verlassen Hochland. Dann müssen wir zurück. Schon welche gefunden? Nö, gar nicht mehr. Aber unsere Mates haben schon mega gut was gefunden, glaube ich. Nee, das sind Litchis. Ja. Achso, ein Gamer Boy jagt da was, okay. Ich dachte gerade, der wird detect. Baby, jawohl. Ein neuer Skin ist erhältlich zum Kauf. Welcher denn? Woodstripe. Ist der gut? Weiß ich nicht. Ich muss jetzt ja noch kurz länger hier bleiben und ein paar Eicheln sammeln, ne? Ja, same, ich auch. Alles gut. Kein Stress. Wäre halt schön, wenn es Tag wäre, dann wird man was sehen. Wegen den Eicheln, aber so ist halt nicht so voller einfach. Voller Krise. Die sind Blümchens. Ist das auf Dauer nicht langweilig? Ja, gut. Also, ich glaube, später wird es halt cool, wenn man mal groß ist und dann jagen kann, ne? Aber dazu muss man halt erstmal kommen. Das ist halt das Hauptproblem. Ich finde es gerade aber deutlich spannender als das, wo wir gar keinen Fortschritt hatten. Also hat man wenigstens was zu tun. Da bin ich schon ganz froh drum. Wir können jetzt mal einen neuen Skin aussuchen. Ich wollte eigentlich den hier haben. Ah, der kostet halt 7k. Wie weit bist du schon? Was meinst du mit Grow? Ja. Was ist das nächste voll? Was ist bei dir los? Bist du jetzt schon beim ersten endlich mal? Gleich. Echt? Mhm. Wie krass der Unterschied ist.
Oh, ich habe eine richtig dicke Eichelquelle hier gefunden. Ich habe auch eine richtig dicke Eichel. Alles klar. Oh, ich habe auch hier viele Eicheln gerade. Sehr gut. Ich sehe die aber immer noch nicht so dunkel. Ich sehe das echt nur, wenn ich direkt daneben stehe. Sieben Eicheln fehlen mir. Nice. Mir fehlen noch 9. Zwei Quellen, dann ist es fertig. Easy. Respawnen die eigentlich auch? Hm? Ja, ich respawn. Respawn hinten? Hab's. Fertig. BB. Ist auch ein Charakter. Wir haben immer noch keine 7K. Pech. Kann ich auch mitspielen? Ich glaube, allzu lang machen wir nicht mehr, aber du kannst gerne noch joinen. Du musst mir aber eine Freundesanfrage schicken. Ich guck mal eben. Da, ich habe schon wieder offene Freundesanfragen. Oha. Könnt ihr auch nachjoinen. Schreibt es am besten eben in den Chat, damit ich das lese, dass ihr mir was geschickt habt. Hast du geschafft, Magnus, mit den Eicheln? Yep. Very good. Aber die Dinger kommen halt echt nur, wenn ich dann zum nächsten Bereich laufe, gefühlt, ne? Ja, gefühlt schon. Wohin musst du zu welchem Feld? Talkessel der zwei Brüder. Okay, nicht. Jenny, schön, dass du da warst. Mach's gut. Kommt heute JW2? Nein. Wie spät haben wir es überhaupt? 17 Uhr. Ja, allzu lange machen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, da. Nee, nicht allzu lange. Aber das war jetzt irgendwie auch Quest und Growing Simulator, ne? Ja. Also die müssen da echt so ein bisschen dran arbeiten noch. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Guck mal, jetzt haben wir auch direkt die nächste Quest bekommen, weil ich in den Bereich gelaufen bin. Also so scheint das echt zu funktionieren. Das ist aber auch irgendwie komisch gemacht, oder? Immer der Gruppenleader in seine Bereiche laufen muss. Ich fände das irgendwie cool, wenn alle immer die gleichen Quests haben und dann auch genau gleichzeitig wachsen. Ja, das würde ich cool. Ganz gut finden, weil dieses unterschiedlich ist ja voll doof. Die Frage ist, wo findet man jetzt hier Blumen? Wahrscheinlich eher unten auf der Wiese oder so, ne? In welchem Gebiet bist du? Talkessel der zwei Brüder. Okay, ich bin nämlich noch im Hochland. Komm grad. Irgendwer ist auch hinter mir. Der Gamerboy. Der ist immer fleißig da. Bin jetzt auch schon auf der nächsten Stufe, glaube ich. Glaubst du? Ja. Was heißt das? Bin mir nicht sicher. Mein Beitrag 100%. Wo hast du denn? Kannst du damit halten? Nee. Ja, ich bin noch im Hochland oben. Ja, dann snack die mal, das ist gut. Bin ich gerade rausgelaufen? Ja. Aber ich weiß auch nicht, wo hier Blumen sein sollen. Vielleicht hier links? Alter, du hast ja schon richtig viele Blumen gesnackt. Der Magnus. Ja, irgendwer snackt gerade auch welche. Und sonst bist du gar nicht alleine gewesen? Oh, nee, ich habe immer noch 100% steht bei mir. Warum auch immer. Ja, dann hast du aber die Blumen doch alle gefunden, oder? Ja, aber es werden doch gerade welche gesammelt. 35, 36. Oh ja. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo die sind. Bin immer noch am Suchen. Aber ich finde auch nicht den Bereich, wo die sein sollen. Du bist aus dem Bereich draußen.
Ja, ich muss auch jedes Mal zurücklaufen. Ich suche halt gerade, wo ich Blumen sammeln kann. Ich will auch was dazu beitragen. POT ist ein schönes Game, aber ich bin doch eher Fan von The Isle mit seinen Nährstoffen, die man für einen Wachstumsbuff braucht. Ja, das ist halt alles noch so unausgereift, ne, bei POT gefühlt. Also das System fühlt sich echt nicht gut an, das stimmt. Das stimmt. Aber The Isle ist halt auch noch ultra unfertig. Das Beste ist immer noch Legacy. Das müssten wir eigentlich auch einfach mal wieder spielen, Magnus. Ja. Ich glaube, da würden wir am meisten Spaß haben. Da hatten wir früher auch immer am meisten Spaß. Ja. Wobei, wenn Nesting bei Evrima ist, kann ich es mir auch gut vorstellen, bin ich ehrlich. Also Update 5 jetzt bald. Mhm. Why not? Mit Pteranodon und so, das war schon cool. Und mit, was war das, glaube ich, Sarkosuchus oder Deinosuchus? Ja. Das war schon nice. Jetzt habe ich hier sogar rote Quests, Sammelblumen, auch so eine Doppelquest quasi. Ja, habe ich auch, aber ich finde keine Blumen. Wo findet man denn hier Blumen? Doch, da oben, oder was? Du bist halt noch ganz woanders, oder? Nee, ich bin links neben dir. Da findest du Blumen? Nee. Achso. Aber ich habe echt keinen Plan, wo man die findet. Was man so im Stresstest sieht, finde ich, sieht klasse aus. Wie kann man denn den Stresstest spielen? Würde ich auch gerne wissen. Ja. Ich glaube, da wirst du aber nur zu eingeladen von denen. Achso. Invite. Ah, schon wieder. Amui, was machst du denn immer mit deinen Fake-Accounts hier? Pech. Boah, ich habe richtig viel zu beigetragen zu Sammelblumen. Wie viel hast du jetzt bekommen unten in der Leiste? Ich weiß nicht, die ist voll. Ich warte die ganze Zeit. Ich kann sie sehen. Bin schon lange beim nächsten. Nächste Woche instant auch voll, ja. Ja. Wann spielst du wieder die Eile? Geplant war eigentlich Update 5. Heute ist es aber nervig. Ja, ich verstehe das auch nicht, was es soll. Weird, ey. So, dann gehe ich mal zum nächsten Area, dass wir eine Gruppenquest kriegen. Scheiß auf meine Blumen. Meine Tarnung ist wohl aufgeflogen. Ja, Pech. Ich weiß alles. Man könnte sich über den Discord bei von denen bewerben dafür. Aber es geht zurzeit nicht mehr. Okay. Ja, gut. Ich kann auch warten, bis Update 5 kommt. So eilig habe ich es dann auch nicht. Rennst du schon zum nächsten? Ja, damit wir eine neue Gruppenquest kriegen. Ja. Ich muss eigentlich noch Blumen sammeln, aber ist egal. Ich wachse gleich schon wieder, Magnus. Was ist hier los? Ja, ich nicht. Ich fühle mich aber immer noch nicht größer, bin ich ehrlich. I don't know. Ich mich auch nicht. Wie lange wächst du noch? Was steht da für eine Zeit? Ja, 46 Sekunden. Ich tippe auf nächstes Wochenende. Oh, das ist cool. Jetzt können wir es dann schon spielen. Wäre auch geil, wenn wir dann so eine große Gruppe machen. Also zum Beispiel Magnus und ich sind die Eltern oder Seba ist auch noch dabei. Und dann irgendwie ganz viele Babys ausbrüten und dann verteidigen. Das wäre schon witzig. Oder selber Baby sein ist auch immer cool, finde ich. Hm. So wie die Spinos damals. Da, wir haben schon wieder was. Knochen der Kadaverbucht. Oh. Was ist das denn? Hört sich gefährlich an. Irgendwie schon, ja. Radagast, mach's gut, schön, dass du da warst. Glaubst du, The Isle wird in ein paar Jahren ein Top-Spiel werden, beziehungsweise klasse Qualität, gutes Gameplay, einfach ein allgemein gutes Spiel, ohne Bugs und so? Ja, soweit möchte ich noch nicht sehen. Oh, hier ist was! Hier ist ein Dino! Snaggy. Das ist nicht schön. Aber es leckt irgendwie voll. Leider keine Ausdauer mehr. Oh, das ist blöd. Was backt der Kopf so rum? Das sieht komisch aus. Sieht aus, als hätte er so ein Spießbockhorn.
What the fuck? Jawohl. Oha, der Kopfstoß verbraucht richtig viel Ausdauer. Ich glaube, ich level dich wieder zurück. Gefällt mir nicht. Fähigkeiten. Ich kann es gar nicht mehr zurückleveln, was? Ach doch, kann ich. Ja, alles gut. Kann ich hier vielleicht den... Nee. Ist doch richtig am Kämpfen, du chillst da vorne. Ja. Oha, wie böse wir schon klingen. Ist ja crazy. Wir sollen aber jetzt echt irgendwie Knochen hier sammeln, ne? Kämpfst du noch gegen den Lilo? Ja, das ist sie zumindest noch. Den holen wir jetzt, oder? Der ist da hochgesprungen, da kommen wir irgendwie nicht hoch, ne? Klar, klar. Ja? Stimmt. Oh hier, ich weiß, wie es geht. Laura schon oben. Warte unten wie ein Geier auf ihn. Ja, ich auch. Ich glaube, er sucht auch gerade einen Ausweg. Ja. Er ist unten bei mir. Hol ihn dir. Wen gebissen nochmal? Oh, es leckt ein bisschen. Ist jetzt schon ein gutes Game, klar, für Bugs und so. Ich bin immer noch enttäuscht von The Isle. Seit dem komischen Release-Trailer da, der noch lange nicht erreicht ist beim Gameplay. Das war ganz schön schwach. Das war schon ziemlich fail. Ich weiß doch genau damals mit dem Release von Evrima, was das für ein Fail war, ey. Das war eine Katastrophe, wirklich. Der blutet schon voll hart, ne? Ja, ja. Wie alle sich draufstürzen. Ah, das sind zwei Dinos? Nee. Oh, nee, das haben wir fast gebissen. Oh mein Gott. Hafenrider muss richtig aufpassen. Ja. Oh, genau. Der ist down. Jawoll, ich hab nichts dazu beigetragen. Ich will aber auch was haben vom Happen. Aber guck mal, zu Laura sind wir schon größer. Ja. Definitiv. Hä, ja, was sind das mit den Knochen hier? Ich habe noch nichts dazu beigetragen. Ich will jetzt auch mal was machen mit den Knochen. Kann's ja nicht sein. Wie immer halt, ne, bei dir. Hey, komm auf. Wo muss das denn hin? Muss ich die einfach nur sammeln? Ja. Ach so. Okay. Ich dachte, ich muss den wohin bringen oder so. Habe ich immer noch den Kopfstoß? Stimmt doch was nicht. Ich wollte doch das hier lernen. Ach, du musst schlafen. Ups. Ja, okay, jetzt habe ich natürlich verpeilt. Wo sind denn die Knochen? Hier rechts zum Beispiel. Ach, hast du auch noch nichts dazu beigetragen? Ich bin doch gerade erst hier gekämpft, habe ich bedankt. Ja, mir sagen wir wie immer. Shut up. Hab mittlerweile 700 plus Stunden in dem Game. Die Meinung kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Ja, guck dir mal den Release-Trailer an, der damals released wurde. Ist halt fail. Die haben da so viel angeteased und so. Und das war halt nicht so. Es war halt einfach gelogen. Und das ist halt shit. Das Spiel sieht halt immer noch nicht so aus wie da. Ich war immer großer The Isle-Fan, aber seitdem gar nicht mehr. Also das hat sich echt dadurch... Nee, war nicht schön. War auch ein dummer Move von den Entwicklern einfach, das so zu machen. Die hätten auch einfach das nicht mit Evrima machen sollen. Die hätten einfach ein neues Game machen sollen. Ganz ehrlich, es ist halt auch komplett anders. Dann hätten sie auch mehr Geld verdient, wieder hätten das vernünftig entwickeln können. Also ich weiß nicht. Dieses ganze System hinter The Isle finde ich ganz komisch. Auch, dass du mit den Branches dann hin und her wechseln musst und so. Einfach ein neues Game hätten sie machen sollen. Das wäre für alle besser gewesen. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen immer noch Knochen, ne? Versuch mich schon wieder zu beißen. Nein. Ja, ja, ja. Ich bin übrigens jetzt schon größer, ne? Du bist schon größer als ich, ja. Mhm. Hier vorne sind doch ganz viele Knochen, wo ihr herkommt. Ich bin einfach größer als du, Martens. Aber ich weiß nicht, wie ich die Sachen hier freischalte, ehrlich gesagt.
Ach, die kosten auch Münzen. Ja, die musst du kaufen. Deswegen mache ich das ja nicht. Also direkt, Junge. Da sehe ich mich aber. Fähigkeiten besser als Skins. Skins besser als Fähigkeiten. Oha. Das ist für eine Einstellung. Normal. Denke, mit Update 5 wirst du zufrieden sein, denke ich auch. Das wird, glaube ich, cool sein. Ich war schon die letzten Male sehr positiv wieder überrascht von DI, als wir das gespielt haben, Magnus. Weißt du das noch? Da war ich auch schon wieder. Das war ganz cool. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Wann war das denn? Jetzt schon ein bisschen her, aber so mit dem Pteranodon und so, das war schon cool, oder? Ah ja, das war schon cool, ja. Kann man nichts gegen sagen. Erhöht die Geschwindigkeit, da sehe ich mich. Doch, das war schon cool, das weiß ich auch noch. Ja, das war schon. War schon nice. Ich hab ein Challenge, töte einen Pflanzenfresser. Heavy Tail, nee, das will ich nicht. Ich kann Stimme. Okay, was auch immer das ist, das will ich nicht lernen. Aber ich kann hier jetzt auch noch einen Kopfstoß lernen, okay. Ach, guck mal, da kann ich sogar beides dazu packen. Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist interessant, jetzt habe ich 3 Attacken. Okay, cool. Findest du das smart mit den Branches? Ich find's eher unübersichtlich. So kann man sich das Game nicht nochmal kaufen und die Community bleibt am Ball. Ja, aber die Leute hätten sich's nochmal gekauft und hätten die Entwickler auch ein bisschen mehr Reward und Geld für die Entwicklung gehabt. Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Ist ja auch halt ein komplett anderes Game. Hätte man halt easy machen können. Und vor allem wird so wahrscheinlich einmal irgendwann Legacy einfach weg sein, oder? War das nicht schon mal geplant und alle waren richtig wütend? Weil die das wegmachen wollten? Ja, ich glaube schon. Oh, das ist der Charge-Angriff. Das ist ja cool. Boah. Geil. Okay, ich kann jetzt richtig durchdrehen. Hier wird's 3 Attacks. Attacks. Du hast 3 Attacks? Ja, Mann. Ich brauch noch 2 Bounds. Ich hab jetzt kein Geld mehr. Eigentlich auf den Skin gespart. Ich hab bald einen geilen Skin. Den 7000er Skin? Ja. Diesen ersten direkt, weißt du? Okay. Weißt du, welchen ich mein? Ich hätte mir den blauen geholt, tatsächlich. Welcher ist das? Ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach einen Belegen. Den finde ich auch ganz cool. Komm, was soll's. Ja, wir wollen jetzt hier heute einen Beginn. Rein da. Will anders aussehen als ihr. Oh, ich will auch den für 7000 haben. Der ist echt geil. Ja, das ist auch der niceste. Aber kein Geld mehr dafür. Telbe passt du doch auch. Habe ich das jetzt nicht gecheckt? Ist das der ist das hier die Attacke? Ist das nicht einfach nur ein schwerer also ich dachte, das wäre einfach irgendwie, dass ich ein robuster bin oder so. Nee, also ich glaube, das ist halt echt nur ohne positive oder negative Eigenschaften. Wenn ich den jetzt lerne, habe ich weniger Turn-Radius, aber kann dafür mehr Damage tanken. So verstehe ich das. Das ist irgendein Buff. Ach, Magnus, warum beißt du mich da immer? Ach, Mann, was ist denn los? Soll ich auch mal beißen? Nee. Sicher? Kann dir auch eine Kopfnuss geben? Oder einen Charge-Angriff geben? Ich kann zu ehrlich durchrennen und dich nicht. Ja, du kriegst gar kein Damage, okay? Ich bin unverwundbar, habe ich auch gelernt, einen Skill. Hey, ich bug voll rum gerade. What the fuck? Wir brauchen halt noch Knochen, ne? Ich bin fertig. Ach, das ist eine rote Quest. Oh. Ja, brauchen wir nicht. Gehen wir zu der nächsten, dass wir die Teamquest kriegen. Okay. Machen wir das. Bereit? Alles gut, Seba. Aber trotzdem danke für den Tipp. Nicht weit. Ist direkt in der Ecke. Entspannt. Aber ihr blockt mich gerade irgendwie. Oh, habe ich dich gerade überrannt? Und du hast dadurch Damage bekommen? Weil ich mittlerweile so groß bin, ne? Du bist so groß. So groß und stark. Du bist auch schneller als wir. Ich habe auch gelevelt auf Geschwindigkeit. Gamerboy ist auch schon größer als ich. Ja, was hast du falsch gemacht? Du warst halt zu lange weg. Gamerboy war immer bei mir. Die Doppelquest, diese waren es, glaube ich, halt, ne? Ja, das bringt's. Und die kriegst du, glaube ich, eher, wenn du bei mir in der Nähe bist, weißt du? Ja.
Aber wenn wir den Kanu ausgewachsen haben, können wir den nächsten. Wir haben doch die Quest. Unten, unten, unten müssen wir zurück zum Ufer. Ja, ich muss aber die hier holen. Welche bekommen hier unten? Ja. Pilze und Äste. Ah ja. Ich komme gleich wieder runter in den Radius, keine Sorge. So, jetzt bin ich wieder in dem Radius. Und nun? Ey, man sieht dann, wird weggesnackt, was soll denn das? Alter, ich habe jetzt einen riesen Revende-Radius, wenn ich sprinte, das ist schlimm. Ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war. Ich habe auch nicht mehr so viel Ausdauer wie jetzt kleiner, ne? Geht halt viel schneller leer. Müsst ihr Seetang suchen oder was macht ihr da? Ja, ist die rote Quest. Achso, ja, die habe ich nicht, weil ich noch Knochen habe. Und ich hab sie. Jetzt milchige Pilze suche ich für uns. Mhm, ich auch. Frage ist, wo sind die? Das ist eine gute. Wahrscheinlich eher da oben im Wald oder so, oder? Nicht am Ufer? Ja, würde ich auch schätzen. Aber wie kommt man da hoch? Das ist die zweite Frage. Äste brauchen wir auch, sehe ich gerade. Wir sind bei Landspitze der Krallen. Gut. Ja. Hast du einen Weg nach oben gefunden? Ja, jetzt schon. Hast du schon die milchigen Pilze gefunden? Nee, gar nicht. Äste waren unten, am Ufer waren welche. Echt? Ja. Brauchst du die als rote Quest, die Pilze? Auch, ja, und als grüne. Ja, dann sammle ich die am besten nicht ein, weil ich habe die nicht als rote. Macht doch gar keinen Sinn, wenn ich euch die wegsnacke. Ja, habe ich welche. Ja. Dann sammel du mal die Äste, ne? Und die waren unten am Ufer, oder was? Habe ich welche gefunden, eben als sie hochgerannt sind. Ja, dann geh ich mal runter. Dann guck ich mal nach Ästen. Das hier die Äste? Ah, tatsächlich. Cool. Komm mal, please, was ist denn da? Schmutz. Ciao, ciao, macht's gut. Jetzt habe ich sammle Äste als rote Quest. Oha, also kann ich die jetzt auch nicht mehr wegsnacken? Doch, doch, alles gut. Ich trink mal eben was. Kannst du mal eben deine Dinger machen? Hier, wir kämpfen, hallo? Alarm, wir kämpfen. Ach, das meinten die, komm mal, please. Oha. Alarm, ich bin auf dem Weg. Oh Gott, macht der viel Schaden, Alarm. Wo bist du? Unten am Ufer, ich komm runter hoch. Er ist hinter mir. Ein Wichser, wie viel Schaden macht der denn? Ich glaube, ich geh down. Nein! Mir egal, ich tank den jetzt. Du tankst den nicht. Klar tank ich den jetzt, mir egal. Scheiße! Alter, wie strong ist der? Ich geh auch noch rein. Ja, tötet ihn. Oha, ey. Das kann man auch gar nicht einschätzen, ne? Okay. Aber ich wollte eh nicht mehr so lange streamen. Ich langsam Hunger und so. Das passt schon. Bin ich jetzt eigentlich komplett wieder klein? Das weiß ich nicht. Probier mal aus. Ja, das würde mich mal auch interessieren. Dann wäre das ja alles für nix gewesen. Nee, bin ich glaube ich echt nicht. Guck mal. Oh, der nächste von uns ist gefallen. Ich bin noch groß. Wie groß? Dann ist ja alles entspannt. Komplett. Oh, Gamerboy. Hä, das heißt, wenn man stirbt, wird man gar nicht kleiner? Das heißt, wenn ich den einmal hochziehe, dann bin ich immer groß, oder wie? Okay. Dann ist es ja überhaupt gar nicht schlimm, dass ich jetzt gestorben bin. Mir ist alles noch gleich, Magnus. Okay, das ist cool. Das wäre... Hä? Okay.
Ist ja alles entspannt. Aber das war doch nur ein Dilo, oder? Ja, aber ein ausgewachsener. Der hat sich jetzt auf den Stein verpisst. Habt ihr den auch nicht mehr down gekriegt? Ne, der liegt halt auf dem Stein oben. Okay. Ja, crazy, aber ist ja überhaupt jetzt gar nicht schlimm gewesen, wenn ich tot bin. Nee. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Jetzt kommt schon wieder Tinder. Die Tinder Girls. So, Magnus, ich beende jetzt aber den Stream. War aber ganz lustig, aber beim nächsten Mal spielen wir The Isle mal wieder. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen. Gerade wenn Nesting da ist und so. Ja. Das wird cool. Aber es ist ja mal interessant, so zu wissen, dass man dann auch nicht tot ist. Hä? Hä? War das bei dir auch gerade? Ja. Der Dilo ist bestimmt ein Abnen. Hat sich erstmal Nacht gemacht. Weißt du? Aber nach Nachtboost. Oh, das ist echt Abnen. Kanos, ATP Stop Attacking, der Buddy's down. Der ist halt echt schnell Abnen. Schnell raus von dem Server. Gar keinen Bock auf so Regelkram. Das ist Dope Attacking. It's Dino World. You killed Father, you die. Das sah so Abnen recht aus. Ja, ist echt so. Der hat sich bestimmt schon geheilt im Fight und so. Ja. Admin Abuse. Lame. So, Leute, danke fürs Liken, danke fürs Spenden. Danke, Magnus, fürs Mitspielen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.